T-minus 10, 9, 8, the clock is 7, operating. We're underway. Tranquility Base here. Endeavor, go at throttle. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Traum der Menschen ist es ja, die Erde zu verlassen und in den Weltraum vorzustoßen. Allzu weit haben wir es dabei nicht geschafft. Wir waren auf dem Mond 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. Sonst begnügen wir uns mit der Raumstation, die in einer Entfernung von 400 bis 500 Kilometer die Erde umkreist. Unbemannte Sonden jedoch, die können viel weiter in das Universum vorstoßen. Zurzeit befindet sich gerade die Raumsonde Cassini in der Nähe vom Saturn. Übermorgen soll da etwas Spektakuläres passieren. Wir zeigen Ihnen mal, wie bis jetzt diese Mission abgelaufen ist. 6, 5, 4, we've gone for main engine start. We have... 15. Oktober 1997. Der gewaltige Schub einer Titan-4-Trägerrakete hebt die beiden Raumsonden Cassini und Huygens in den Nachthimmel. Ziel der Reise, der Saturn. Die Beschleunigung der Sonden reicht aber für eine direkte Reise zum Saturn nicht aus. Dieses Problem löst man mit einem Trick, dem sogenannten Swing-By. Die Raumfahrzeuge werden dicht an anderen Planeten vorbeigesteuert und durch deren Anziehungskraft beschleunigt. So erreicht Cassini im Jahr 2000 den Giganten in unserem Sonnensystem, Jupiter. Die Bordkameras der Sonde liefern Bilder vom Jupiterwetter in bisher nicht gesehener Qualität. Eine Generalprobe für die bevorstehende Saturn-Mission. Im Juni 2004 dann, nach fast 7 Jahren Flugzeit, erreicht Cassini sein Ziel, das Saturn-System. Ein komplexes Manöver soll die Sonde in eine Umlaufbahn bringen. Steuerung von der Erde aus ist nicht möglich, da Funksignale über eine Stunde zum Saturn brauchen. Cassinis Software muss die Aufgabe daher allein bewältigen. Die kritischste Phase. Zweimal muss die Raumsonde durch eine Lücke zwischen den Ringen fliegen. Dort rasen unzählige Eisbrocken um Saturn. Nur ein einziger Treffer und die ganze Mission wäre verloren. Doch das Doppelpack Cassini und Huygens bleibt intakt. Und die Erkundung kann beginnen. Die Ringe des Saturn sind eines der Rätsel in unserem Sonnensystem. Woher kommen sie? Und wie lange sind sie schon da? Antworten erhofft man sich von Cassinis Kameras und Messgeräten. Und erste Neuigkeiten gibt es bereits. Materialanalysen zeigen, dass die Ringe hauptsächlich aus Wassereis bestehen, auf diesem Bild in grünlicher Farbe dargestellt. Auffällig ist, dass die inneren Teilringe rötlich erscheinen. Je mehr Rotanteil, desto stärker ist dort das Eis mit Gestein vermischt. Nach aktueller Auffassung sind diese inneren Ringe die ältesten. Das Argument? Ständig schlagen Gesteinsbrocken aus dem Weltall in die Ringebene. Je älter ein Teilring ist, desto mehr Gestein sammelt er also an. Diese Altersbestimmung ist ein wichtiger Punkt für die Ringforscher. Als besonders leistungsfähig erweist sich auch die hochauflösende Bordkamera. Hunderte von Bildern funkt Cassini zur Erde. Und dann die Verblüffung. Auf einigen Detailaufnahmen sind parallele Linien zu erkennen, deren Muster an sich ausbreitende Wasserwellen erinnern. Doch was verursacht diese Wellen? Die Erklärung? Saturns Ringe und Monde haben sehr unterschiedliche Bahngeschwindigkeiten. Ein Beispiel. Der Mond Prometheus kreist viel langsamer um Saturn als die Brocken des Teilrings weiter innen. Beim Überholen geraten die Brocken am Ringrand in das Schwerefeld des Mondes. Sie werden zu ihm hingezogen. Das geschieht auch beim Mond Pandora.
Zudem zieht er Material als Schweif hinter sich her. Ein Mond, der den Saturn umkreist, ist besonders interessant. Das ist der Mond Titan. Er besitzt eine wolkenreiche Atmosphäre, Wasser und Methaneis und zudem ist er halb so groß wie die Erde. Und auf diesem Mond wird übermorgen etwas ganz Spektakuläres passieren. Die Tochtersonde von Cassini wird versuchen, auf diesem Mond zu landen. Die Aufregung der Wissenschaftler ist groß. Wir haben Ihnen mal einige Spekulationen, was man da erwartet, in einem Trickfilm vorweggenommen. Im Saturnsystem zieht ein geheimnisvoller Riesenmond seine Bahn, Titan. Es wird spekuliert, dass seine Atmosphäre der Atmosphäre in einer frühen Phase der Erde ähnlich ist. 7 Jahre lang hat die NASA-Sonde Cassini die aufmontierte europäische Landesonde Huygens mitgeführt. Jetzt steht ihr Einsatz unmittelbar bevor. Cassini nimmt Kurs auf Titan. Dann der spannende Augenblick am 25. Dezember 2004. Huygens wird abgestoßen und fliegt nun alleine zum Titan. Die Mission erreicht ihren Höhepunkt, wenn die Landesonde übermorgen in die Atmosphäre des Mondes eintaucht. Sie wird hier in nur 3 Minuten von 5000 Metern pro Sekunde auf 400 Meter pro Sekunde abgebremst. Die Untersuchung der oberen Wolkenschichten brachte schon einige Überraschungen. Organische Verbindungen. Sie wirken vermutlich wie ein Farbfilter, das den gesamten Mond in ein seltsames Licht taucht. Was die Sonde in den tieferen Wolkenschichten erwartet, ist völlig ungewiss. Huygens wird laufend Bilder, Wetterdaten und vor allem die chemische Zusammensetzung der Luftschichten übertragen. Mit an Bord ist sogar ein Mikrofon, das Donner registrieren soll. Die Hoffnung? Huygens übersteht die Landung ohne Schaden und kann auch den Boden untersuchen. Energie für höchstens 3 Stunden hat der Lander, dann verstummt er für immer. In dieser kurzen Zeit soll Huygens eine zentrale Frage lösen. Bietet Titan die Voraussetzungen für die Entstehung von Leben? Der chemische Mix ist vielversprechend. Methan, Stickstoff und Wasser sind wahrscheinlich ausreichend vorhanden. Gewitterblitze könnten eine chemische Reaktion auslösen, Aminosäuren entstehen lassen, die elementaren Bausteine irdischen Lebens. Falls es regnet in dieser fremden Welt, dann in riesigen Tropfen, die wegen der geringen Schwerkraft langsam fallen. Kein Wasser, sondern flüssiges Methan. Denn Wasser gibt es nur in Form von Eisbergen. Hier ist es nie wärmer als minus 180 Grad Celsius. Spuren von Leben sind daher eher unwahrscheinlich auf Titan. Am Freitag werden wir mehr über den Erfolg oder Misserfolg dieser Mission wissen. Die Raumsonde Cassini wird ja weiterhin den Saturn umrunden und Daten zur Erde funken. Eine wichtige Frage ist ja, wie ist überhaupt der Saturn zu seinen Ringen gekommen? Wenn man das Planetensystem durchquert, dann sieht man, dass auch andere Planeten Ringe besitzen. Und die spannende Frage dann ist, werden diese Ringe auf ewig diese Planeten umrunden? Und wie ist es überhaupt zu diesen Ringen gekommen? Wie Monde entstehen und wie sich Ringe um Planeten bilden, zeigt eine Reise durch unser Sonnensystem. Erste Station: Jupiter. Der innerste der großen Gasplaneten ist ein gigantisches Massezentrum, das eine mächtige Anziehungskraft ausübt. Ständig geraten Gesteinsbrocken, die Jupiters Umlaufbahn kreuzen, in sein Schwerefeld. Im Zeitraffer wird deutlich, was dem Jupiter zu nahe kommt, wird wie durch einen Staubsauger unweigerlich angezogen.
Dadurch werden auch Brocken, die der Erde gefährlich werden könnten, abgefangen. Doch noch etwas lässt sich beobachten. Bis zu einer gewissen Distanz zum Jupiter werden große Felsbrocken einfach in Stücke gerissen. Ursache ist die gewaltige Anziehungskraft des Planeten. Diese Distanz wird Roche-Radius genannt. Innerhalb davon können große Objekte, wie zum Beispiel Monde, nicht existieren. Die Schwerkraft reißt sie einfach auseinander. Auf diese Weise fand im Juli 1994 auch der Komet Shoemaker-Levy sein Ende. Die Einschläge seiner Trümmer auf Jupiter waren tagelang zu beobachten. Doch im Lauf der Jahrmillionen entgehen einige Trümmer dem Absturz. Sie sammeln sich in einer Umlaufbahn um den Planeten. Ein Ring entsteht. Jupiters Ring ist allerdings so fein, dass ihn erst vorbeifliegende Raumsonden entdecken konnten. Ein Paradebeispiel für einen Ringplaneten ist Saturn. Seine Anziehungskraft ist geringer als die des Jupiter. Daher sammelt sich viel mehr Trümmermaterial in den Umlaufbahnen an, zu sehen als breites Ringband. Die neuesten Daten der Sonde Cassini lassen einen Sortierungsmechanismus in den Ringen vermuten. Kleine Körner scheinen nach innen zu wandern, große Trümmer dagegen an den äußeren Ringrand. Dabei werden die Brocken immer kleiner gemahlen. Die Ringe werden also auch feiner. Doch auch bei Saturn wird mit der Zeit die Schwerkraft siegen. Langsam aber unaufhörlich zieht der Planet die Ringe zu sich heran und wird sie sich irgendwann vollständig einverleiben. Weiter draußen findet sich Uranus. Bei diesem Planeten fällt auf, dass seine Achse komplett gekippt ist. Ein Hinweis für eine verheerende Kollision, vermutlich mit einem Objekt in Marsgröße. Wegen der enormen Entfernung zur Erde wurden die Ringe des Uranus nur durch eine seltsame Erscheinung entdeckt. Die Fixsterne in seiner Nähe schienen beim Vorbeiziehen zu blinken. Und so sind die Ringe wahrscheinlich entstanden. Der Mond Miranda erhält einen Volltreffer von einem großen Felsbrocken. Ein Teil der geschmolzenen Trümmer wird von Uranus auf eine Umlaufbahn gezwungen. Die Ringe entstehen. Das restliche Material ballt sich weiter draußen zusammen. Der Mond Miranda bildet sich neu. Spuren dieser Katastrophe sind kilometertiefe Risse und Klüfte auf Miranda. Auch scheint der Mond aus Materialien völlig unterschiedlicher Herkunft zu bestehen. Miranda ist verklumpt mit den Überresten des eingeschlagenen Brockens. Auch unsere Erde besitzt einen vertrauten Begleiter, den Mond. Er beeinflusst das Leben auf der Erde. Auf den ersten Blick lässt sich nicht erahnen, welch bewegte Geschichte Mond und Erde hinter sich haben. In der Frühzeit unseres Sonnensystems herrscht Chaos. Materiebrocken prallen aufeinander und ballen sich zu immer größeren Massen zusammen. Auch die junge Erde bleibt davon nicht verschont. Aus einem gewaltigen Zusammenstoß bildet sich ein neuer Himmelskörper, der Mond. Damals viel näher an der Erde als heute, erscheint er als riesige, aufgeschmolzene Kugel am Himmel. Langsam beruhigt sich unser Sonnensystem und die Erdkruste beginnt zu erstarren. Hätte die Erde mehr Masse und somit eine höhere Anziehungskraft, wäre unser Mond in Stücke gerissen worden. Unser Planet hätte dann einen Ring. Über die Folgen für das irdische Leben lässt sich nur spekulieren. Ohne Mond keine Gezeiten
Und ohne Ebbe und Flut hätten die Lebewesen in den Urozeanen vielleicht nie das Land erobert. Wenn wir von der Erforschung des Weltraums durch unbemannte Sonden sprechen, dann dürfen wir uns nicht der Illusion hingeben, dass wir uns besonders weit in das Weltall vorwagen. Es ist eher nur ein Nadelstich in der Mächtigkeit des Universums. Der Grund dafür liegt in den Raketenantrieben. Sie leisten prinzipiell nicht mehr. Und deshalb sind alle Sonden, die wir aussenden, eher damit beschäftigt, mehr über unser Planetensystem zu erfahren, als weiter vorzudringen. Aber auf diesem Gebiet gibt es neue Aktivitäten. Das Interesse an unserem Mond ist neu erwacht. Alle Raumfahrtnationen der Welt planen wieder Flüge zum Erdtrabanten. Dies ist die europäische Mondsonde Smart One. Sie ist ausgerüstet mit einem neuartigen Ionenantrieb und braucht für die Strecke zum Mond nur 60 Kilogramm Treibstoff. Ein geladener Teilchenstrahl erzeugt einen schwachen, aber kontinuierlichen Schub. Smart One hat den Mond erreicht und wird in einigen Tagen mit den Messungen beginnen. Ein wichtiges Ziel der Mission ist die exakte Analyse der Rohstoffvorkommen auf dem Mond. Für solche Daten interessiert sich neuerdings auch die Industrie. Elemente wie Platin oder Helium-3 sind auf der Erde sehr selten. Nicht so auf dem Mond, behaupten einige Wissenschaftler. Für einige Nationen ist die Errichtung von Mondbasen keine reine Science-Fiction mehr. Allerdings könnte der Mond auch noch eine andere wichtige Rolle spielen, als Vorposten für bemannte Flüge zum Mars. Denn ein direkter Start von der Erde aus ist mit heutigen Raketen unmöglich. Schon in den nächsten 5 Jahren ist ein Vorbereitungsflug zum roten Planeten geplant. Eine Rückkehrsonde soll Bodenproben zur Erde bringen. Die meisten bisherigen Mars-Missionen haben nach Spuren von Leben gesucht. Bei dieser dagegen gilt das Interesse den Ressourcen im Boden. Welche Substanzen könnten sich Mars-Pioniere nutzbar machen? Treibstoff soll ja künftig hier produziert werden. Für den Rückflug zur Erde reicht der Treibstoff der kleinen Kapsel nicht. Deshalb muss sie an eine Transportsonde andocken. Ein sehr kompliziertes und fehleranfälliges Manöver. Die Rückreise zur Erde soll mit sparsamen Ionenantrieben bewältigt werden. Im Schwerefeld unseres Planeten angekommen, gibt die Transportsonde das Probengefäß wieder frei. Der Abstieg zur Erde beginnt. Die Ergebnisse solcher Vorbereitungsflüge will man dann in das Konzept einer bemannten Mars-Mission einfließen lassen. Und hier der große Traum. Im Orbit der Erde wird ein Mars-Raumschiff zusammengesetzt. Denn wegen des enormen Gewichts ist ein direkter Start von der Erdoberfläche nicht möglich. Obwohl die Finanzierung völlig unrealistisch erscheint und noch viele technische Probleme zu lösen sind, erhoffen sich Weltraumbegeisterte den Aufbruch schon im nächsten Jahrzehnt. Die Besatzung wäre auf der Reise allerdings extremen körperlichen und psychischen Belastungen ausgesetzt, und zwar 8 Monate lang. Die Ankunft bedeutet nicht das Ende der Strapazen. Die dünne Atmosphäre bietet weder Atemluft noch Schutz vor der schädlichen Strahlung. Nur im Raumanzug kann der Mensch den Mars erobern. Dass dieser Traum in naher Zukunft wahr wird, ist derzeit sehr unwahrscheinlich. Realistisch dagegen ist diese Mission. Vor einem halben Jahr ist die amerikanische Raumsonde Messenger vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet. Ziel der Mission: der Planet Merkur. Ein Strahlungsschild schützt die empfindlichen Instrumente der Sonde, denn der Kurs geht in Richtung Sonne.
In 6 Jahren erreicht Messenger den innersten Planeten unseres Sonnensystems. Merkur ist kaum größer als unser Mond und hat keine Atmosphäre. Auf seiner Oberfläche treffen ungehindert die Hitze und die harte Strahlung der Sonne. Besucher des Merkur können diese Erscheinung beobachten. Der doppelte Sonnenaufgang ereignet sich wegen der exzentrischen Umlaufbahn des Planeten um die Sonne. Die Messenger-Sonde soll Merkur erstmals vollständig kartieren. Nach einer Theorie war der kleine Planet einmal viel größer. Wurde seine Kruste bei einer Kollision abgesprengt? Ein Hinweis dafür ist der riesige Eisenkern Merkurs. Messengers Daten könnten weitere Einblicke in die Geschichte unseres Sonnensystems liefern. Schon nächstes Jahr will auch die Europäische Raumfahrtagentur ESA mit der Erkundung der inneren Planeten beginnen. Und das ist der Plan. Die Reise der Sonde Venus Express dauert nur ein halbes Jahr. Für interplanetare Flüge ein Katzensprung. Im Fokus die Atmosphäre unseres nächsten Nachbarn. Die Venus ist in einen tödlichen Smog aus Kohlendioxid und Schwefeldämpfen gehüllt. Erst das Radar der Raumsonde Magellan konnte die dichten Wolken durchdringen. Fast überall auf der Venus finden sich merkwürdige runde Strukturen, Pfannkuchenähnlich. Eine Theorie: der extrem hohe Druck der Atmosphäre presste austretende Lava platt. Aktive Vulkane sind tatsächlich selten. Steigt also der Druck im Inneren der Venus? Einige Daten sprechen dafür, dass sich der gesamte Planet vor 500 Millionen Jahren in eine vulkanische Hölle verwandelt hatte. Ein gigantischer Druckausgleich, der den Planeten aufbrechen lässt. Ob und wann so ein Ereignis wieder stattfinden kann, die Raumsonde Venus Express könnte neue Hinweise liefern. Die Erkundung fremder Planeten liefert uns ja auch Informationen über die Entstehungsgeschichte unserer eigenen Erde. Der Saturnmond Titan besitzt eine Atmosphäre, wie sie vielleicht in einer Urphase unserer Erde existiert haben könnte. Und die Frage nach der Entstehung des Lebens, die stellt sich. Wenn in einem Planeten bestimmte Gase sich anreichern und sich dieser Planet deshalb erwärmt, dann ist das auch für unsere Erde interessant. Und die Sonden, die liefern uns auch Informationen über den inneren Aufbau der Planeten, auch den unserer Erde. Venus, die Zwillingsschwester der Erde. Ihr Durchmesser und ihre Masse sind unserem Heimatplaneten sehr ähnlich. Auf der Umlaufbahn wirken zwei Kräfte auf die Raumsonde Magellan. Die Fliehkraft und die Anziehungskraft der Venus, verursacht durch ihre Masse. Beide Kräfte sind im Gleichgewicht. Doch dann das. Magellans Flugbahn scheint instabil zu sein. Die Sonde hoppelt um die Venus. Die Ursache? Die Anziehungskraft der Venus schwankt mit dem Standort. An manchen Stellen auf der Oberfläche, hier als Spitzen dargestellt, ist sie höher als an anderen. Diese Schwankungen stehen in gewissem Einklang mit dem Oberflächenprofil. Denn die Gravitation ist dort niedriger, wo dem Planeten Masse fehlt, in den gewaltigen Schluchten und Tiefebenen. Das gleiche Phänomen kann man auf der Erde beobachten. Über 350 Satelliten sind von den Bahnschwankungen durch die sich verändernde Schwerkraft betroffen. Ein Problem, zum Beispiel für präzise Navigation. Mit diesem Forschungssatelliten werden die Bahnschwankungen gemessen. Aus seinen Daten kann dann ein Korrekturfaktor ermittelt werden. Das Prinzip ist einfach. Zuerst berechnet man eine virtuelle, perfekt glatte Referenzbahn um die Erde. Der Vergleich zur tatsächlichen Flugbahn zeigt dann die Abweichung, bis zu 20 Meter. Überträgt man diese Messdaten des Satelliten auf die Erdoberfläche, erhält man das sogenannte Geoid. Die Erde ist dann nicht mehr rund. Stellen mit hoher Anziehungskraft treten als Buckel hervor. Bereiche mit geringer Gravitation dellen sich dagegen ein. Unser Planet gleicht einer Kartoffel. Wie sich die Schwerkraft verändert, zeigt eine Reise zu den Gipfeln des Himalaya.
Ein 80-Kilo-Mann wiegt hier 70 Gramm weniger als auf Meeresniveau, wegen der größeren Distanz zum Erdmittelpunkt. In den Tälern zeigen sich andere Überraschungen. Nicht nur das Gestein unter den Füßen zieht die Menschen an, sondern auch die Bergmassive über ihren Köpfen. Deren Gravitation wirkt der nach unten gerichteten Erdanziehung entgegen. In einem Gebirgstal wiegt man daher ein paar Gramm weniger als in einem gleich hochgelegenen Flachland. Die Kontinente sind auf ihre Gravitation hin genau vermessen. Doch was spielt sich unter den scheinbar glatten Ozeanen ab? Moderne Radarsatelliten können gleichsam bis auf den Meeresgrund sehen. Zum Vorschein kommt eine Berg- und Tallandschaft, wie auf dem Festland. Doch nicht nur Gebirge und Täler verändern die Erdanziehungskraft, auch die Dichte der Gesteinsmassen ist entscheidend. Im Erdinneren sind Gesteinsmassen zähflüssig und ständig in Bewegung. Die Dichte verändert sich und mit ihr die Gravitation an der Oberfläche. Die Ursache? Im Erdmantel gibt es Strömungen. Kühleres Gestein ist dichter und sinkt ab. Heißes Magma dagegen ist weniger dicht und steigt nach oben. Die heißen Magmaströme sind auch der Motor des Vulkanismus. Baut solch eine Magmakammer genügend Druck auf, bricht das flüssige Gestein in einer gewaltigen Explosion zur Oberfläche durch. Ein Vulkan entsteht. Einige Vulkane gibt es da, wo die Erdkruste besonders dünn ist. Da drängt flüssiges Magma nach oben. Wegen der geringen Dichte sind das auch die Orte mit relativ geringer Gravitation. Glatte See. Ein Trugbild. Was das Auge nicht sieht, können Satelliten messen. Und das ist unglaublich. Das Meer ist eine Landschaft aus Buckeln und Dellen. Ein Abbild des unterschiedlichen Schwerefelds der Erde. Schiffe müssen deshalb aber nicht bergauf fahren. Denn auch auf dieser eingebuchteten Oberfläche ist die Anziehungskraft überall gleich. Unter Wasser zeigt sich die Ursache für das zerdellte Meer. Es sind Berge, Täler und Gesteinsmassen verschiedener Dichte, die die Wasseroberfläche unterschiedlich stark anziehen. Die Erkundung unseres Planeten aus dem All hat unser Weltbild entscheidend verändert. Das zeigt, dass es immer noch viel zu entdecken gibt auf unserer Erdkartoffel. Sie sehen, wie das Wissen über die Entstehungsgeschichte der Erde und unseres Planetensystems ständig wächst. Das ist nur mit Hilfe aufwendiger Techniken möglich. Die kosten Geld, aber vielleicht ist ja dieses Geld besser investiert als in militärische Weltraumprojekte zum Beispiel. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal dann. Guten Abend. Die Europäische Raumfahrtbehörde ESA in Darmstadt teilte mit, dass Radioteleskope erste Signale haben. Während der Landephase auf dem Titan soll Huygens Bilder und Daten über die Zusammensetzung der Atmosphäre und über das Wetter dort sammeln. Von diesen Daten erhoffen sich Wissenschaftler neue Erkenntnisse über die Entstehung des Lebens, auch auf der Erde. Denn am späten Nachmittag werden Sie wissen, ob die Huygens-Mission erfolgreich war. Um Punkt 11 Uhr ist die Sonde nämlich in die Atmosphäre des Saturnmonds Titan eingetreten und jetzt sammelt sie Bilder und Daten. Mit ihrer Hilfe wollen die Forscher dann herausfinden, wie das Leben auf der Erde entstand. Denn die Atmosphäre des Titan ähnelt der unseres Planeten vor 4 Milliarden Jahren. Hier ein Rückblick auf eine der wohl spektakulärsten Missionen der europäischen Raumfahrt. Es ist das größte und aufwendigste Projekt der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Zusammen mit der NASA entwickeln Wissenschaftler und Ingenieure das Sondenpaar Cassini-Huygens. 8 Jahre dauert die Entwicklungsarbeit, 17 Nationen sind beteiligt, 3 Milliarden Euro kostet das Projekt.
Am 15. Oktober 1997 starten die insgesamt 6 Tonnen schweren Sonden an Bord einer Titan-4-Rakete zu einer 7-jährigen Reise zum Saturn. Wir sind insgesamt 4-mal an Planeten vorbeigeflogen, um ihre Massebeschleunigung als zusätzlichen Antrieb zu nutzen. Aber natürlich haben wir das auch zu Forschungszwecken genutzt. Am ersten Weihnachtstag herrscht Feierstimmung im Kontrollzentrum. Die Sonde Huygens hat sich erfolgreich von Cassini getrennt. Nun ist sie auf dem Weg zum Saturnmond Titan. Beim Eintritt in die Atmosphäre wird der Hitzeschild 1500 Grad von den empfindlichen Messinstrumenten fernhalten, damit diese ihre Daten zu Cassini und dann zur Erde schicken können. Die Aufgabe von Huygens wird damit erfüllt sein. Cassini wird den Saturn noch 75 Mal umkreisen, bevor im Jahr 2008 auch ihre Mission endet. Wenn die in die Atmosphäre des Saturnmondes Titan eingetreten ist, 7 Jahre war die Sonde unterwegs, bis sie sich am ersten Weihnachtsfeiertag von ihrem Mutterschiff löste und den Abstieg zum Titan begann. Auf dem Mond sollen Verhältnisse wie auf unserer Erde vor der Entstehung des Lebens herrschen. Vor gut 2 Stunden stand dann fest, Huygens ist sicher auf der Oberfläche des Mondes gelandet. Heute Vormittag war die Sonde Huygens in die Atmosphäre des Mondes eingetreten. Es ist 17.19 Uhr im ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt. Jubel bei den Raumfahrtexperten. Ihre jahrelange Arbeit hat sich gelohnt. Sie haben die ersten Signale von der Raumsonde Huygens erhalten. Die ersten Bilder, die Huygens vom Saturnmond Titan aufgezeichnet hat, hier eine Simulation, werden allerdings erst gegen 20.30 Uhr erwartet. Grund ist der lange Übertragungsweg von mehr als 1 Milliarde Kilometern. Dennoch, schon jetzt steht für die Forscher fest, eine der wichtigsten Missionen in der europäischen Raumfahrtgeschichte war erfolgreich. Wir tauchen hier wirklich in eine völlig neue Welt ein. Und in einem gewissen Sinn ist es auch eine Reise in die Vergangenheit. Denn Titan ist so, wie die Erde in den frühen Anfängen gewesen sein könnte. Vor 7 Jahren ist die Doppelsonde Cassini-Huygens zu ihrer Reise zum Saturn gestartet. Am ersten Weihnachtsfeiertag 2004 trennt sich die Sonde Huygens dann erfolgreich von Cassini. Von nun an ist Huygens allein auf dem Weg zum Saturnmond Titan. Heute ist Huygens in die Atmosphäre des Titan eingetreten und hat damit begonnen, ihre Daten zu Cassini und von dort aus zur Erde zu schicken. Die Aufgabe von Huygens ist damit erfüllt. Cassini wird den Saturn noch 75 Mal umkreisen, bevor im Jahr 2008 nach insgesamt 20 Milliarden Kilometern auch ihre Mission endet. Gleich weiter nach Darmstadt zu unserem Reporter Andreas Meissner. Andreas, seit 2 Stunden laufen die Daten ein. Weitere 2 Stunden werden noch zusätzliche Daten kommen. Was ist denn bisher schon angekommen und worauf kann sich die Öffentlichkeit denn einstellen, neben Fotos, von denen wir gerade schon im Beitrag gehört haben? Es sind riesige Datenpakete, deren Auswertung eine ganze Weile dauern wird. Insofern kann man jetzt noch gar nicht genau sagen, was wird das sein. Was uns die Wissenschaftler aber sagen können, ist, dass es Daten sind, die man auf jeden Fall verwenden kann, die Aufschluss über die Atmosphäre geben werden, über die Beschaffenheit der Atmosphäre und nicht irgendwelcher Datenschrott. Also man hat da durchaus Erfolg gehabt. Man wollte ja die Atmosphäre erforschen, weil sie ja der Urerde ähnelt. Also das war eine erfolgreiche Sache. Da gab es ja am Mittag ein Signal, ein Radiosignal zunächst. Das war für uns nur ein Rauschen, für die Wissenschaftler war es schon ein Grund zur Riesenfreude, weil das hieß, die Sonne ist erfolgreich in die Atmosphäre von Titan eingetreten. Dann gab es ein Signal, das den Wissenschaftlern signalisierte, die Sonde lebt noch, das funktioniert alles mit der Datenübertragung und jetzt kommen nach und nach diese Datenpakete. Also man ist hier sehr erfreut, aber auch sehr entspannt nach dieser langen Zeit der Anspannung. War die Raumsonde Huygens unterwegs zu ihrem Einsatzort auf dem Saturnmond Titan. Ob sich der lange Anlauf gelohnt hat, das hat sich heute für die Wissenschaftler der Europäischen Raumfahrtagentur in Darmstadt in wenigen Minuten entschieden. Entweder Huygens würde Informationen liefern oder alles wäre verloren. Alles ist gut gegangen. Huygens hat statt der erwarteten 3 sogar 4 Stunden lang Messdaten gesendet. Alles kleine Steinchen der Erkenntnis über Titan und unsere gute alte Erde. Mission erfüllt, die Daten sind da. Riesenjubel im ESA-Kontrollzentrum Darmstadt. Die Sonde Huygens ist um 12.47 Uhr planmäßig auf dem Titan gelandet. Ihre Messdaten legten einen Weg von 1,2 Milliarden Kilometern zurück. Das erklärt die Verspätung. Jedes Mal, wenn ein neuer Himmelskörper in
Beschlag genommen wird, in Besitz genommen wird, ist das ein Meilenstein, es ist ein großer Schritt vorwärts. Und diesmal wurde dieser Schritt von Europa gemacht. Das ist besonders wichtig. Alles ging gut beim freien Fall im All. Die Sonde Huygens bremste in nur 3 Minuten von 5000 auf 400 Meter pro Sekunde und erreichte ihr Ziel, die Atmosphäre des Titans. Dort sammelte sie chemische Messdaten und mit einem Mikrofon sogar außerirdischen Donner. Die Mission soll Aufschluss geben, wie Leben entstehen konnte auf der Erde. Denn die Atmosphäre des Riesenmonds Titan soll der Gashülle der Erde ähneln, als die noch jung war, vor fast 4 Milliarden Jahren. Was wir jetzt beim Titan untersuchen, ist wie eine Zeitreise in unsere eigene Vergangenheit. Aber es ist auch so, dass die chemischen Verbindungen, die sich da über 4 Milliarden Jahre jetzt entwickelt haben, auf dem Titan, vielleicht schon eine Vorstufe zum Leben darstellen. Ein Blick also in die Kühltruhe unserer Erdgeschichte. Die Forscher erwarten auf dem Titan allerdings nur Vorformen von Leben. Denn dort wird es nie wärmer als minus 180 Grad Celsius. Huygens hat es also bis zum Titan geschafft und auch Sie können soweit kommen im Internet bei heute.de. Eine aufwendig gestaltete Reise führt Sie virtuell durch unser ganzes Sonnensystem. A saucer-shaped space probe has landed safely on the surface of Saturn's largest moon, Titan. Early signals indicate Huygens, named after a Dutch astronomer, is alive and well. Our space correspondent Miles O'Brien joins us. Miles? To me, it's been quite a day on Titan. It's a good thing we're not there, though, because we'd be pretty cold. Matter of fact, it's 180 degrees below zero Celsius on the surface of Titan, and that's precisely where the Huygens probe is. Christian Huygens, in 1665, Dutch astronomer, discovered this moon, the second largest in the solar system, the largest in the Saturn system, and a real mystery for scientists. Take a look at what happened here just a few hours ago as this probe, about 3 meters in diameter, just careened into that atmosphere, 20,000 kilometers per hour, hitting the surface, getting very hot, but of course had a heat shield and 3 parachutes to guide it down. And as it gently went to the surface, a descent that took in excess of 2 hours, it beamed back information, gathered data, sampled the atmosphere, got a sense of the winds, listened for thunder, and took upwards of 750 pictures. And the pictures, of course, will be the moment that we have all been waiting for today to get a glimpse of what lies beneath this mysterious haze shroud of the moon of Titan. The scene inside the control room, once this all occurred as it was supposed to on this animation, and the data came back. This is Darmstadt, Germany, the European Space Agency's control center, as they saw that first little trickle of data come in. It wasn't that it was very exciting news, it was kind of housekeeping data from the spacecraft. The good stuff is coming in as we speak, and as a matter of fact, in about 55 minutes' time, we do expect to see the first images, those first snapshots, if you will, from this far-flung mission, which extended well beyond 3 billion kilometers and brought Huygens down to the surface of Titan. As you look at these pictures taken by Cassini, which is the NASA spacecraft that carried Huygens to this point, you're not seeing the surface here. That's all haze. It's a giant cloud of haze, and that surface beneath it might have methane lakes, apparently has what could be a continent-sized feature, and more importantly to scientists, it could very well be sort of a time capsule of what Earth was like 4 billion years ago before life took hold here. Tumi? All right, Miles O'Brien. Thank you, Miles. Von Stunden sendet Huygens eine Fülle von Daten zur Erde, genauso wie man es sich im ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt erhofft hatte. Jubel im Kontrollzentrum, die ersten Daten sind eingetroffen nach einem mehr als 7 Jahre dauernden Anflug der Huygens-Sonde. Ein historischer Tag für die Raumfahrt, jetzt seien die Europäer die ersten Besucher auf Titan. Mit dem Eintauchen der Huygens, der Landesonde Huygens, in die Atmosphäre des Saturnmondes Titan gelingt der Wissenschaft ein ganz entscheidender Schritt bei der Entschlüsselung der Rätsel unseres Sonnensystems.
Die Wissenschaftler wollen mit Hilfe der Daten herausfinden, wie Leben auf der Erde entstehen konnte. Schließlich soll die Titanatmosphäre der Urerde ähneln. Kritisch der Anflug heute. Mit 20.000 Stundenkilometern raste Huygens auf Titan zu, musste auf 20 Stundenkilometer abgebremst werden. Alles verlief nach Plan, sogar den Aufprall überlebte die Sonde. Huygens hat uns überrascht. Die Batterien haben so lange gearbeitet, wie sie eigentlich geplant waren, über 6 Stunden wohl. Aber wir hätten nie damit gerechnet, dass Huygens, wenn er auf der Oberfläche oder irgend auf einem Wasseroberfläche auftreffen würde, noch mehr als 2 Stunden Daten sendet. Das ist die große Überraschung. Die ersten Bilder vom Saturnmond Titan sollen noch heute Abend veröffentlicht werden. Die Auswertung sämtlicher Daten der 2,7 Milliarden Euro teuren Mission wird wohl Jahre dauern. As I said, of about 40 meters per pixel. Now you've acquired how many pictures, or you have data for how many pictures already? All right, let's bring that down for just a minute. I want to bring in Carolyn Porco, who's watching this same image at the same time with us. Carolyn, this is an emotional moment. I think your tears have welled up a little there. I frankly cannot believe what I'm seeing. This is just I really didn't think we'd have this kind of a view. It's they probably are having a hard time also seeing up from down, but I always thought that perhaps the patterns would give the geology away, and it's clear to the principal investigator, I just heard him say it, it's clear to me as I look at it, they're looking at drainage channels. So that is, you know, the fingerprint of a fluid that has flown, flowed on the surface of Titan. It is just absolutely remarkable. Carolyn, not that we're seeing fluids, but we're seeing drainage channels. I was just pointing out there, they cut away from the picture there, but I was pointing out those drainage channels there. Did you anticipate seeing what boils down to rivers on Titan, whether dry or not, rivers on Titan? Well, of course, all the theoretical predictions from the Voyager images, the Voyager data, not the images, images taken by astronomers from the ground, and then, of course, our own, the orbiter images, as we've approached Titan and flown by it now closely 3 times, we see things that look tantalizingly like meandering streams. In fact, I've even said that, but you couldn't really be sure because we didn't have the resolution that these folks are now having, which is about 20 meters. Our best resolution was about 1 kilometer, and it's just, I really have to say, in all honesty, I'm just shocked. It's just remarkable, and it means we are really going to have a bird's eye view into this moon that has been a mystery now ever since it was discovered. All right, so Carolyn, let's really clarify. This picture, on the right side, you see a very darkened area, and on the left side, you see what appear to be river channels. Is the darkened area perhaps a sea of methane or some such? Well, okay, so we have not seen any indication, any unambiguous indication that we're seeing fluids on the surface. But that doesn't mean that there isn't the process that we've always imagined might create fluid on the surface. We might see, it might be a mud. It might be a fluid that's covered with maybe a mud-like material. So it doesn't necessarily have to be reflective for us still to have gotten it reasonably right about what's going on Titan. But there are river channels. That is the big message here. Or there are channels that are cut by something. And those river channels, they're clearly, it's quite clear. I mean, and when you look at these, it's pretty hard not to say that that has something to do with flowing liquid, right? Yes, because what else would create something like this? If it was a tectonic feature that was caused by a crack, it wouldn't look meandering, it would look sharp. We see on Titan, in fact, in our images, we do see rather angular, sharp features. Those might be tectonic, okay? When I say tectonic, I mean faults that you know, on Earth give rise to earthquakes. Here, these are just meandering channels. They had to be cut by something. A fluid of some sort is, of course, the best guess. And this is so, it's so startling, and as far as I'm concerned here, unambiguous. I didn't expect it was going to be this easy. I can't wait to see the other images if they've got any. Well, now this one, would this be at the 150 kilometer altitude mark, probably, correct? Is that accurate to say, or do we know? No, no,
No, in fact, what they've done is they've shown us one of the images that is taken low in the atmosphere. I heard the principal investigator, Martin Tomasco, say it was 16 kilometers above the surface. So he's thrown out his best right now. So, and that's gorgeous. Well, is just gorgeous. You got to lead with your strong suit. Units away. But let's not bury the lead here as we're talking about leading with our strong suit. There was a lot of feeling going into this that you might see nothing more but close-ups of more haze. And the fact that you're able to make out these features validates a mission that the idea began some 20 years ago. Oh, this mission has been like a fantasy come true. You know, I've said landing on Titan is very much like something out of a Jules Verne story, a combination of Journey to the Moon and 20,000 Leagues Under the Sea all at once, except it's real. We are doing this. We have just landed on an object that is very, very far away from us. Vast distances exist between us and Titan, and we are exploring it as we speak. So this is a great moment in not only for science, but in the history of humankind. Put yourself on the surface of Titan right now, based on what you see there. What would it be like to be there? Well, it would be just perhaps a little bit colder than where I'm standing now in Darmstadt, Germany. It's very cold there, about 300 degrees below zero Fahrenheit. It would be a dim, very even at noontime, it would be like deep Earth twilight here on the Earth, because after all, there's a thick, hundreds of kilometers worth of haze above you. You don't see any shadows. It's always an overcast day on Titan because of the haze. Not clouds, but haze, kind of like a smog. It would be probably extremely unpleasant with all those hydrocarbons around. I mean, if there is liquids, I've said things like, imagine Lake Michigan brimming with paint thinner, only this looks like it's a dirty, you know, gunged up kind of paint thinner. All right, Lake Michigan with paint thinner. We'll leave it at that for now. That's all they're going to release for the moment, I'm told. And these images will be trickling out all through the remainder of the afternoon, into the evening, and into the weekend. Carolyn, you stay put, because you do a very nice job walking us through what it's like to be there and giving us a sense of what is going on this very distant, remote, very strange world in our solar system. Perhaps the last great mystery of our solar system may be no longer. Betty. And an emotional day for those watching. They've waited so long for. And you've been listening and watching our sister station, CNN USA, as the first images from Titan's surface come in, the second largest moon in the solar system, of course, and some quite incredible pictures being brought to you there by the Huygens orbit, of course. Miles O'Brien talking there and suggesting that the possibility of water and water channels, possibly dried up riverbeds on the surface of Titan, drainage channels, at least their suggestion, suggesting, and as Caroline Porco was reporting, they're some 300 degrees below Fahrenheit, so a very cold and dismal looking place. But those are the first images coming in from Titan's surface. Zu erklären sind, denke ich. Das hier, was das ist, das könnte ein stehendes Gewässer sein, ein größeres. Das müsste man nachher nach der Nachbearbeitung der Bilder sich genauer angucken. Ist es das, was Sie erwartet haben? Ist das für Sie eine spektakuläre Aufnahme, dass man da jetzt so viele Flüssigkeiten entdeckt hat? Es war immer eine Theorie, dass Methan auf dem Titan das macht, was bei uns das Wasser macht auf der Erde. Und das hier, das Bild, scheint es erstmal, wenn ich das so sehe, zu belegen. Natürlich muss man aufpassen, dass man nicht zu weit aus dem Fenster lebt mit solchen Interpretationen, das ist klar. Okay, die Bilder werden also noch weiter bearbeitet werden, und man wird natürlich auch die Daten weiter auswerten müssen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Und dann wird man sehen, was da noch für Erkenntnisse auch über die Atmosphäre des Titan bei herauskommen. Denn das war ja die eigentliche Mission. Die Bilder hier, die waren ja nur sozusagen das Sahnehäubchen auf der Mission. Trotz allem eine spannende und offenbar auch erfolgreiche Mission. Andreas, vielen Dank. Zum ersten Mal hat heute ein Ding, das Menschen gebaut haben, einen Himmelskörper des äußeren Planetengürtels berührt. Die Huygens-Sonde landete, von Fallschirmen gebremst, so sanft wie möglich auf dem Trabanten. Mindestens bis zu diesem Moment, vielleicht sogar ein bisschen länger, sollte die Sonde Huygens uns Daten und Bilder aus einer fernen Welt schicken, die wir so nah noch nie sehen konnten.
Das Ding ist so weit weg, dass Licht und Funksignale über eine Stunde brauchen, bis sie bei uns sind. Und nun, ganz frisch, sind sie da. Unsere Wissenschaftskollegin Hildegard Werth hat uns heute alle angesteckt mit ihrer Begeisterung für diesen großen Tag der Weltraumforschung. Vor 350 Jahren wurde er entdeckt. Und genauso lang hat Titan sein Geheimnis hinter dichtem Dunst verborgen. Heute sieht die Menschheit ihn zum ersten Mal unverhüllt. Das allererste Foto aus 16 Kilometern Höhe. Man erkennt Canyons, eine Art Küste. Um 12.47 Uhr ist Huygens auf Titan gelandet. 20 und mehr Jahre ihres Lebens haben Forscher und Ingenieure auf diesen Moment hingearbeitet. Der heutige Tag steht für sie von Anfang an unter einem guten Stern. Wie ein riesiges Frisbee taucht Huygens am Morgen in die Titanatmosphäre ein. Bremst von 20.000 auf 20 Kilometer pro Stunde. Die Sonde sendet so reichlich Signale, dass die Bodenstationen den Datenstrom kaum bewältigen können. This is a historic event. Dies ist ein historisches Ereignis. Wissenschaftler werden jetzt darüber diskutieren, was es bedeutet. Stück für Stück werden sie Informationen zusammentragen, was das für unseren Platz im Universum bedeutet und wie wir entstanden sind. Das ist ein riesengroßer Schritt nach vorne, aber es ist nur der Anfang. Forscher vermuten, dass Titan der jungen Erde ähnelt, wie sie vor Milliarden Jahren war. Es ist eine kalte Welt. Die Sonne ist 10-mal weiter weg als von uns. Nie wird es wärmer als minus 180 Grad. Saturn schimmert am tief-orangen Himmel. In der stickstoffreichen Titanatmosphäre gibt es organische Moleküle, möglicherweise Vorstufen von Leben. Ich frage mich, ob die Leute verstehen, wie seltsam Titan wirklich ist. Dort ist alles brennbar. Der einzige Grund, warum er nicht schon längst explodiert ist, es gibt keinen Sauerstoff. Die Oberfläche ist bedeckt von organischen Molekülen. Sie regnen vom Himmel. Es gibt wirklich keinen zweiten Platz im Sonnensystem wie den. Noch ist unklar, ob Huygens auf festem oder flüssigem Grund gelandet ist. Er hat 4 Stunden lang gesendet. Das ist weit mehr, als die Forscher erträumt hatten. Wenn wir den Saturn anschauen, können wir uns sagen, wir sind dort, wir haben da unsere Spur hinterlassen. So gesehen ist das Sonnensystem heute viel kleiner geworden und das finde ich riesig. Huygens hat seine Mission erfüllt. Die Wissenschaft wird jahrzehntelang zu tun haben, die Botschaft zu deuten. Und damit wird sie beginnen, 20.56 Uhr am 14. Januar 2005, der erste Schnappschuss vom rätselhaftesten Mond des Sonnensystems. Wissenschaftler auf der ganzen Welt haben diesem Moment seit Jahren entgegengefiebert und heute mussten sie machtlos zusehen und auf die Automatik in den Maschinen da draußen vertrauen. Das ist nämlich alles viel zu weit weg, um per Fernsteuerung noch in letzter Minute ein Steuer herumzureißen. Aber es hat geklappt und Horst-Uwe Keller ist einer von denen, die jetzt wieder aufatmen können. Er wertet in Darmstadt im Kontrollzentrum die Messdaten aus. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Das war ein großer Erfolg und wir sind alle sehr erleichtert, dass es so gut geklappt hat. Wir freuen uns mit Ihnen. Wissen wir denn jetzt schon was, was heute Morgen noch kein Mensch wissen konnte? Ja, wir wissen, wie die Oberfläche vom Titan aussieht, jedenfalls stellenweise. Und sie hat einige Überraschungen gebracht. Die letzten Bilder, das eine der Bilder, die wir veröffentlicht haben, zeigt einen Schnappschuss von der Oberfläche nach der Landung. Und Sie sehen viele Blöcke an einer flachen Ebene. Und es sieht fast aus wie auf dem Mars. Man sagt ja, der könnte unter Umständen ein bisschen aussehen wie unsere Erde vor Jahrmillionen. Haben sich diese Erwartungen erfüllt? Das ist zu früh zu sagen. Wir haben ja jetzt nur die Bilder angeschaut, die schwarz-weiß sind, die nichts über die chemischen Zusammensetzungen der Oberfläche sagen. Sondern wir müssen jetzt warten, bis wir die Spektren ausgewertet haben. Wir haben ja in unserem Experiment Spektren im sichtbaren, im infraroten Bereich und werden dann eben detaillierte Analysen machen können über die Bestandteile, die wir sehen auf der Oberfläche. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es ja viele Experimente, die sich mit der Zusammensetzung der Atmosphäre beschäftigen. Und das Zusammenspiel dieser ganzen Ergebnisse wird uns dann erzählen, welche Reaktionen auf dem Titan wirklich vorgehen und wie es zu der Oberfläche kommt, die wir sehen.
Jetzt mal eine ganz ketzerische Frage. Warum muss uns das interessieren? Wir waren doch eigentlich auch eine ganz erfolgreiche Menschheit, ohne dass wir das wussten. Also ich glaube, dass man ja sehen muss, wir haben Kolumbus, wir haben Entdecker, wir wollen unsere Umgebung sehen, wir wollen wissen, wo wir herkommen, wir wollen wissen, wo wir hingehen. Und ich meine, das Planetensystem ist unsere Umgebung geworden. Ich meine, der Mars ist nahe, aber wir haben jetzt die Technologien, eben auch zehnmal so weit wie die Erde von der Sonne wegzufliegen und auf Monden zu landen. Und wir wollen eigentlich wissen, wo wir hinpassen als Menschen und wie wir in die Natur hineinpassen, glaube ich. Das ist also ein Teil unserer Heritage, unseres Erbes, das wir suchen und finden wollen. Vielen Dank, Dr. Keller, und nochmal herzlichen Glückwunsch. Und wenn wir heute Abend einen klaren Himmel haben, dann können wir, wenn wir wissen, wo man hingucken muss, den Saturn sehen. Und dann wissen wir, da oben, da ist was von uns. Die Kollegen von der Internetredaktion haben aus diesem Ereignis ein besonders schönes Stück Internet gemacht auf der heute.de, wenn Sie danach schauen wollen. Die Europäische Weltraumagentur in Darmstadt die ersten Bilder von der Oberfläche veröffentlichen. Die Mission ist damit ein glatter Erfolg. Jubel und Erleichterung im Kontrollzentrum der ESA in Darmstadt. Die jahrelange Arbeit hat sich gelohnt. Die Raumfähre Huygens schickt die ersten Bilder vom Saturnmond Titan zur Erde. Bilder von einer Landschaft, vermutlich mit Flüssen und Seen aus Methan. Mehr als 4 Stunden lang hat Huygens die Atmosphäre und die Oberfläche des Trabanten erforscht und diese Bilder und Daten geschickt. Eine der wichtigsten Missionen in der europäischen Raumfahrtgeschichte war damit erfolgreich. Wir tauchen hier wirklich ein in eine völlig neue Welt und in einem gewissen Sinn ist es auch eine Reise in die Vergangenheit. Denn Titan ist so, wie die Erde in den frühen Anfängen gewesen sein könnte. Vor 7 Jahren ist die Doppelsonde Cassini-Huygens zu ihrer Reise zum Saturn gestartet. Im Dezember trennt sich Huygens dann von Cassini und macht sich allein auf den Weg zum Saturnmond Titan. Gestern ist die Sonde in die Atmosphäre des Mondes eingetreten und hat damit begonnen, ihre Daten zu Cassini und von dort aus zur Erde zu schicken. Immerhin eine Strecke von 1,2 Milliarden Kilometern. Wir hätten uns das eigentlich nie vorstellen können, dass wir einen Planeten, der so weit von uns entfernt im Weltraum ist, einfach einmal sehen können und damit auch ein Stück Ehrfurcht bekommen vor der Einzigartigkeit unserer Welt und auch vor der Leistung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dahinter steckt. In den nächsten Tagen wird die ESA die Daten auswerten und die Bilder bearbeiten. Die Wissenschaftler glauben, dass die Atmosphäre des Titan der Erde von vor 4 Milliarden Jahren ähnelt. Genau deshalb hoffen sie vor allem auch auf neue Erkenntnisse über die Entstehung des Lebens. Die USA wollen ihr Flutwellenwarnsystem erstmals auch auf den Atlantik, die Karibik und den Golf von Mexiko ausdehnen. Damit soll bis 2007 fast die gesamte US-Küste von dem Warnsystem abgedeckt werden. Und dieses soll auch benachbarten Ländern nutzen, wie Kanada, Mexiko, den karibischen Staaten, Mittel- und Südamerika. Das geplante System ermöglicht innerhalb von Minuten eine Reaktion auf Flutwellen in einer Region, die fast die Hälfte der Weltmeere abdeckt. Der Indische Ozean gehört allerdings weiter nicht dazu. Die Vereinten Nationen wollen ein Warnsystem für diese Region vom nächsten Jahr an einrichten. Torrents of water flowing from the Prado Dam. Officials in California said the water had to be released to prevent major damage to the structure. There had already been some ruptures caused by the relentless rain. Further north in Ohio, there were more evacuations as engineers tried to ease the pressure on 2 dams. Downstream, businesses were flooded as rivers burst their banks. Large areas of the U.S. have been hit by the torrential rain. In the mid-Atlantic states, the Potomac River was running at dangerously high levels. Motorists were caught out as roads were flooded. People are unfortunately not paying attention and they're going right through it, getting stuck. The powerful storms have also generated tornadoes which swept across the southern states. In Arkansas, one cut a 35-kilometer path of destruction through rural towns and villages, whilst another wreaked havoc in North Carolina. Beth Sneed was sleeping when the tornado struck.
It was quite a shock when I turned that light on and saw that the whole side of the house had been blown out. Freak weather has affected other states. Tropical Hawaii got a rare taste of winter. Residents were shocked to see a blanket of snow covering parts of the normally sunny island. Richard Forrest, BBC News. 7 years and $3.3 billion to get there. But once the Huygens probe reached Titan, it didn't disappoint. Mission leaders are calling data sent back from Saturn's mysterious moon magnificent. Miles O'Brien has more. Beneath the haze, there was plenty to gaze at on the surface of Saturn's moon Titan. Gullies, rivers, and a sea all filled with methane. A strange place, but an oddly familiar one, too. A day to remember, more than 20 years in the making. I cannot believe what I'm seeing. This is just, I really didn't think we'd have this kind of a view. The astounding view came courtesy of a 9-foot spacecraft that looked like a cheesy prop from a grade B sci-fi movie. But it was an alien flying saucer for real. Named for the Earthling who discovered Titan in 1655, the Huygens probe parachuted as planned to the Titanic surface, sampling the atmosphere, measuring the winds, and snapping hundreds of pictures. So we are the first visitors of Titan, and the scientific data that we are collecting now shall unveil the secrets of this new world. Huygens heroes gathered at the European Space Agency Control Center in Germany, out of this world with joy, as the improbable descent unfolded and the spacecraft phoned home on time. It looks like we heard the baby crying. Their baby was handy with its cameras, offering up an image that no one predicted, a rock-strewn landscape that looks like Mars, or Arizona for that matter. We just didn't expect it to look this way, but there we are on the surface, and there are boulders of some sort, and we're going to be working out how they came to be. Scientists are fascinated by Titan because they believe it's like looking at Earth 4 billion years ago, before life started simmering on the evolutionary range. I always think of Titan as the cooking pot that is like the early Earth, and you want to know whether it's really cooking. And once you see this, you see liquid on the surface, I believe we are cooking. Miles O'Brien, CNN, Atlanta. Weiße Bergspitzen dort und Küstenlinien, Flüsse, Meere und Seen, Sonnenauf- und Untergänge spektakulär. Und wer dort ist, kann die Welt vergessen. Und trotzdem hat Titan auf absehbare Zeit keine Chancen auf dem Reisemarkt. Die ferne Welt des Mondes von Saturn ist einfach zu kühl. Tageshöchsttemperatur minus 180 Grad. Und trotzdem trieb die Schönheit der ersten Postkarten, die Cassini-Huygens von dort schickt, den Wissenschaftlern in Darmstadt Freudentränen in die Augen. Die Stimmung ist so großartig wie der Erfolg der Planetenmission. Es gibt sie wirklich, Dolmetscher für Radarwellen. Marcello Fulcignoni, er hat die Radarsignale vom Sturzflug der Sonde für uns übersetzt. Und so hörte sich die Landung an. Das ist nicht nur reines Vergnügen, hier entlädt sich auch eine riesige Anspannung. 25 Jahre Arbeit stecken in der Mission, da werden Emotionen frei. That's how we feel. It's just impossible. So fühlen wir uns eben. Es ist einfach unmöglich, Ihnen sofort alles zu erklären. Wir könnten Sie überhäufen mit Daten, aber warten Sie doch einfach ab. Der Titan gibt immer mehr von seinem Geheimnis preis. Das erste Farbbild, Eisblöcke groß wie Kieselsteine, außerirdisches Geröll. Ein eisiger Gebirgszug auf dem Titan, durchzogen von Flüssen, in der Ebene vielleicht Methan. Das war das Erste, was so rauskam, ist, dass offensichtlich eine feuchte Landschaft kommt. Wenn ich sage feucht, meine ich nicht Wasser, sondern ein Fluid, das bei dieser Temperatur von minus 178 oder noch kälter Grad existieren kann, in flüssiger Form. Das wäre dann Methan. Und was auf den Bildern zu sehen war, das waren
nicht nur Bächlein, das waren also wirklich Ströme. Dunkle Linien, Flusstäler, die auf einen Strand zulaufen. Ein Anblick, als würde man aus dem Flieger auf eine Küstenlandschaft sehen. Vorerst große Ähnlichkeit mit der Erde. Wir erwarten, dass auf die Wissenschaftler eine Menge Arbeit zukommt, aber die Wissenschaftler lieben Arbeit, dafür leben sie. Die Erde ist auf dem Titan angekommen. Die Landung planmäßig, die Ausbeute fantastisch. Nun gilt es, die Gemeinsamkeiten wissenschaftlich auszuschöpfen. Die Hinweise verdichten sich. Am Anfang war hier wie dort die Ursuppe. Mond Titan gibt es offenbar eine Art Wettergeschehen. Die europäische Raumsonde Huygens hat nach ihrer erfolgreichen Landung dort entsprechende Hinweise gefunden. Mit dem Mikrofon hat Huygens Windgeräusche aufgenommen und auf den ersten Bildern vom Titan gäbe es außerdem deutliche Anzeichen für Niederschläge und Flüsse, so die ESA. Die Forscher der Europäischen Raumfahrtbehörde in Darmstadt vermuten, dass auf dem größten Saturnmond Bedingungen herrschen, die denen in der Frühzeit der Erde ähnlich sind. To a planet like the Earth than you might have expected. I think some of those views I showed today in that mosaic kind of evokes kind of a hillside with drainage channels with a kind of a river channel in the bottom. You can almost picture taking such a picture out of an airplane. The probe took thousands of measurements as it descended. An onboard microphone picked this up. Some think it's a sound of the wind whistling past. And radar detected this activity in the clouds overhead. The current theory is that that's evidence of rain. There are sure to be even more fantastic images to come from the data gathered by the Cassini probe. Over the next few days, scientists will be able to build up an even more detailed picture of this extraordinary new world. Palab Ghosh, BBC News, at Mission Control in Darmstadt. This promises to be truly titanic. Scientists are monitoring the impending collision in Antarctica between an iceberg bigger than the city of New York and a peninsula of ice about half its size. The scale of the event is so huge that the best view will be from outer space. Jim Fish has this. It's a frozen world, but Antarctica is a continent in motion, and scientists have been watching with fascination as the world's biggest iceberg headed for a collision with a huge glacier. The iceberg is called B15A. It's bigger than New York, and it's on course for the Drygalski ice tongue. This iceberg is huge. It's certainly the biggest piece of ice on the planet right now that's floating around. And it's about 80 miles long, and it's about 20 miles wide. So it's just massive. It's hard to really take that in, certainly not when you're there on the iceberg. You certainly can't see the edges of it. You have to be in space to get the kind of big picture view to see this iceberg in its entirety. Scientists are not sure what the effects of the collision will be, but the event may be welcomed by colonies of penguins who've been cut off from their feeding grounds by the intruding iceberg. British scientists have meanwhile been diving into the near freezing waters to find out how the continent is coping with global warming, of which the ice collision may be just one more symptom. One of the main things we're looking at here is climate change. And if the climate continues to increase as predicted, what we're likely to see is perhaps more berging and a subsequent change of the animals we see living on the seabed. And feeding on that is obviously the higher vertebrates, your seals and your penguins. And so it's all linked, and it's important to study each stage. Seen from within its icy depths or from hundreds of miles in space, Antarctica is yielding up vital clues for the well-being of the planet and for the future of all its inhabitants. Jim Fish, BBC News. Ist immer wieder geschehen und es kann jederzeit geschehen, zum Beispiel Ende letzten Jahres. Da ist ein kleiner Asteroid zwischen einem Satelliten und der Erde durchgeflogen. Der Besucher mit dem Namen 2004 YD5 konnte sich der Erde unbemerkt nähern und wurde von den Astronomen erst entdeckt, als er vorbeigeflogen war. Vor 2000 Jahren, hier in Deutschland, und zwar in Bayern, hatten die Menschen nicht so viel Glück. Damals lebten hier unter anderem keltische Volksstämme. Und an einem bestimmten Tag geschah das, wovor sie sich am meisten fürchteten. Der Himmel fiel ihnen buchstäblich auf den Kopf.
das heutige Oberbayern vor etwa 2000 Jahren. Nur wenige Menschen leben dort. Beinahe alle von ihnen werden sterben. Gleichzeitig innerhalb weniger Augenblicke. Dieselbe Gegend über 2000 Jahre später. Hier im Chiemgau durchforsten die Hobbyarchäologen Thomas Blimetz-Rieder und Ralf Sporn den Wald. Immer auf der Suche nach kleinen Schätzen. Und tatsächlich, sie finden einen alten Bronzearmreif. Der Ring ist so gut erhalten, dass Ralf Sporns anhand der Form und der Machart dessen Alter sofort bestimmen kann. Der Reif muss aus der Zeit stammen, als hier die Kelten lebten. Von diesem Erfolg angespornt, untersuchen die Forscher die Gegend umso intensiver. Immer wieder fallen ihnen dabei merkwürdig verformte Steine in die Hände. Steine mit tiefen Rissen oder mit einer Schicht aus Glas überzogen. Die Funde kommen ihnen seltsam vor. Sie beschließen, die Steine von Fachleuten untersuchen zu lassen. Das Mineralogische Institut der Universität Würzburg. Hier wollen Wissenschaftler herausfinden, wie sich die Steine auf so auffallende Weise verformen konnten. Dazu sägt der Präparator das Material in feinste Scheiben und reinigt es. Um das Gestein genau untersuchen zu können, müssen die Scheiben äußerst fein geschliffen werden. Dazu kommen sie in eine Schleifmaschine. Bis aus ihnen hauchdünne Scheiben geworden sind, vergehen mehrere Stunden. Sie sind so dünn, dass man durch sie hindurchsehen kann. Jetzt kann der Mineraloge Ulrich Schüssler die Probe unter dem Mikroskop untersuchen. Er entdeckt Erstaunliches. Kleinste längliche Strukturen. Die Steine müssen einem gewaltigen Hitzeschock ausgesetzt gewesen sein. Diese Strukturen in Quarzkristallen werden durch ein kurzfristiges Hochdruckereignis produziert. Das heißt, eine Schockwelle, die durch das Gestein durchgeht, eine Schockwelle, wie sie zum Beispiel entsteht, wenn Asteroiden oder Meteoriten oder eben Kometen in dem Gestein einschlagen. Deuten die Spuren an den Steinen also auf eine gewaltige Naturkatastrophe hin, etwa den Einschlag eines Himmelskörpers? Thomas Blimetz-Rieder und Ralf Sporn sind von dieser Theorie so in den Bann gezogen, dass sie sich auf die Suche nach weiteren Hinweisen machen. Dazu nehmen sie Bodenproben in der Nähe der Fundstelle. Sie wissen, ist hier tatsächlich ein Himmelskörper eingeschlagen, so müssen sich im Boden Spuren von bestimmten Metallen finden lassen. Metalle, die nicht auf der Erde vorkommen, sondern nur in Kometen, Meteoriten oder Asteroiden. Die Männer werden fündig. Einige Steine scheinen aus einem ihnen unbekannten Metall zu sein. Wieder suchen die Hobbyforscher Hilfe an der Uni Würzburg. Der Geophysiker Kurt Ernstson kennt das Metall. Es handelt sich um Xiphengit, ein uraltes Metall, das nur in Kometen vorkommt. Jetzt ist klar, auf Bayern ging ein Komet nieder. Kometen sind uralt. Bereits vor Jahrmilliarden, als sich Sonne und Planeten bilden, entstehen auch sie. Gewaltige Brocken aus Eis, Staub, Metall und Gestein. Eine Art schmutziger Schneeball. Kommen sie in die Nähe der Sonne, schmilzt das Eis, der typische Schweif entsteht. Eine Theorie besagt sogar, dass Kometen die Grundbausteine des Lebens, die Aminosäuren, auf die Erde brachten. Auf der Erde müssten wir mit wesentlich mehr Kometeneinschlägen rechnen, würde nicht der Jupiter mit seiner starken Anziehungskraft fast alle Bomben aus dem All auf sich lenken. Das Auftauchen von Kometen hat die Menschen schon immer fasziniert. Auf unzähligen Darstellungen haben sie die Himmelskörper festgehalten.
Jetzt wollen die Forscher herausfinden, zu welcher Zeit der Komet auf Bayern niederging. Dazu untersucht Kurt Ernstson Fundstücke aus der Region. Bei einem Nagel und verschiedenen Knöpfen wird er schließlich fündig. Die Metallstücke weisen eindeutige Schmelzspuren auf, wie sie nur bei großer Hitze entstehen können, beispielsweise einem Kometeneinschlag. Die Metallknöpfe sind etwa 2200 Jahre alt. Sie stammen aus der Zeit der Kelten. Ab 500 vor Christus haben sich die Kelten vom Voralpenland aus über ganz Europa ausgebreitet. Es war ein kriegerisches Volk. In einem beispiellosen Eroberungszug plündern sie sogar das mächtige Rom. Sie waren eine für ihre Zeit hochentwickelte Kultur. Bergbau, Schmiedekunst und rege Wirtschaftskontakte waren für sie selbstverständlich. Und so könnte der Tag, an dem der Komet einschlug, abgelaufen sein. Brennus und Meniname gehören zu den keltischen Helvetiern und sind unterwegs zu ihrem Stamm, der in den Bergen lebt. Von der nahenden Gefahr ahnen sie nichts. Brennus hat gute Geschäfte gemacht mit den Stämmen im Norden. Sein Gewinn ist ein Beutel voller wertvoller Schmucksteine. Das soll seinen Wohlstand und sein Ansehen zu Hause beträchtlich steigern. Allerdings wird er das nicht mehr erleben. Brennus möchte heute Meniname ein Geschenk machen und sie zu seiner Partnerin wählen. Meniname nimmt das Angebot gerne an. Doch die beiden haben keine Zeit, ihr Glück zu genießen. Denn nur wenige Augenblicke später lässt ein furchtbares Himmelsschauspiel das Blut in ihren Adern stocken. Ein gewaltiger Feuerball. Für sie muss es einer göttlichen Ankündigung vom Ende der Zeiten gleichgekommen sein. Für beide geht es jetzt nur noch um das nackte Überleben. Der Komet muss mindestens einen Kilometer Durchmesser gehabt haben. Ein kleinerer wäre in der Atmosphäre verglüht. Er explodiert durch die schlagartige Erwärmung mit einer Kraft von 7000 Hiroshima-Bomben. Und er verursacht einen todbringenden Trümmerregen über hunderte Quadratkilometer. Wälder, Tiere und Menschen, alles zwischen dem heutigen Altötting, Burghausen und dem Chiemsee, werden ausradiert. Die Explosion löst Erdbeben aus. Bis zur Stärke 6,0 auf der Richterskala. Wer sich hier aufhält, für den gibt es kein Entrinnen. Heute versuchen Wissenschaftler, die Zerstörungskraft dieses Kometen nachzuvollziehen. Michael Rappenglück ist Astronom und beschäftigt sich mit historischen Himmelsereignissen. Er hat die Flugbahn des Chiemgau-Kometen exakt berechnet und daraus Schlüsse auf dessen Größe und Zerstörungskraft gezogen. Für die, die in der unmittelbaren Nähe von den Kratern waren, von den einschlagenden Objekten waren, war es natürlich schon ein Weltuntergang. Und man muss sich vorstellen, dass das doch die Kraft jeweils bei den einzelnen Kratern von sehr, sehr großen Sprengungen hat, beziehungsweise im Bereich einer nuklearen Bombe. Kurzzeitig sind die Wälder aufgeflammt, aber nachdem dann die Druckwelle kam, auch schnell wieder gewissermaßen gelöscht, ausgeblasen worden. Das war sicherlich etwas, was in der Erinnerung der Menschen geblieben ist. Es war ein flammendes Inferno. Heute sind viele Seen in der Region stumme Zeugen der Katastrophe. So ist der idyllische Tüttensee nichts anderes als ein mit Wasser gefüllter Einschlagskrater.
Insgesamt 80 Krater konnten die Forscher inzwischen ausmachen. Ihre Rekonstruktion ergibt, der Komet muss in 70 Kilometer Höhe explodiert sein. Seine Trümmer verteilen sich über mehr als 1800 Quadratkilometer zwischen Altötting und dem westlichen Chiemgau. Die Explosion war so heftig, dass sie auch jenseits der Alpen gesehen werden konnte. Dafür hat Michael Rappenglück Hinweise in den Schriften der Römer Vergil und Livius gefunden. In den Übersetzungen ist von hellem Licht die Rede, so dass man geblendet die Augen schließen musste. Von Eisen, das vom Schwefel des Himmels dampft. Und von Blitzen, Meteoren und riesigen Feuersäulen. Michael Rappenglück hält den Chiemgau-Kometen daher für ein globales Ereignis. Bis jetzt haben wir geglaubt, dass wir Glück gehabt haben, aber es ist tatsächlich so, dass es wahrscheinlicher geworden ist durch unseren Fund, dass doch in Abständen von 1000 oder 2000 Jahren so ein Objekt uns treffen kann. Und im Gegensatz zu den früheren Zeiten ist ja das Gebiet viel dichter besiedelt. Das bedeutet, dass so ein Objekt dann auch größere Auswirkungen hat auf uns. Heute hätte ein vergleichbarer Kometeneinschlag unvorstellbare Folgen. Ganze Städte würden von der Landkarte verschwinden. Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Menschen fänden den Tod. Ein Ereignis vergleichbar nur mit einem Atomkrieg. Damit es nicht zu einer solchen Katastrophe kommt, setzen Wissenschaftler alles daran, die kosmischen Killer im Ernstfall zerstören zu können. Zum Beispiel durch den Beschuss mit Atomraketen. Kritiker glauben jedoch, dass der Komet dadurch nur in viele kleine Brocken gesprengt würde, die dann noch großflächiger Schaden anrichten könnten. Deshalb arbeiten Ingenieure an einer anderen Methode, die Bomben aus dem All zu entschärfen. Sie wollen einen Satelliten als Kometenkiller einsetzen. Mit einem gewaltigen, ausklappbaren Sonnensegel könnte ein solcher Satellit genug Energie aus der Sonnenstrahlung gewinnen, um damit einen anfliegenden Himmelskörper mit Laserstrahlen zu beschießen. Bisher sind alle Abwehrszenarien reine Theorie. Niemand kann wirklich vorhersagen, ob es wirkungsvolle Waffen gegen die Bomben aus dem All gibt. Kometen sind im All ohnehin nur schwer ausfindig zu machen. Erst in Sonnennähe verraten sie sich durch ihren Schweif. Dann sind sie der Erde aber schon so nah, dass es für Abwehrmaßnahmen zu spät sein könnte. Vor über 2000 Jahren traf der Komet die Menschen sicher vollkommen überraschend. Wer Veminimane überlebte, wird die Welt nicht mehr verstanden haben. Auch wenn es keine schriftlichen Überlieferungen aus dieser Zeit gibt. Für die wenigen übrig gebliebenen Menschen muss es ein unfassbarer Schicksalsschlag gewesen sein, der sie allein ließ in ihrem Leid und bodenloser Trauer. Der Einschlag der Kometentrümmer muss die Menschen damals zutiefst beeindruckt haben. Man braucht nicht viel Fantasie, um die Darstellung auf keltischen Münzen aus dieser Zeit zu deuten. Und ich begrüße Sie, hallo und herzlich willkommen hier bei Planetopia. Ja, im Moment fragen sich immer mehr Menschen, was ist eigentlich mit unserem Planeten los? Erst das ungeheure Seebeben vor Sumatra, das die Todeswelle in Asien auslöste. Und was war danach? Rund um den Globus zeichnen die Messgeräte etwa 100 weitere schwere Beben auf. Besonders betroffen die Türkei und Griechenland. Und auch die Vulkane zeigen verstärkt Aktivität. Der Ätna auf Sizilien und der Popocatépetl in Mexiko rumoren. Überschwemmungen in Kalifornien, Costa Rica und Mexiko. Tage zuvor wütet Orkantief Erwin über Norddeutschland. Europaweit fordert der Sturm 16 Todesopfer und dann plötzlich Frühlingstemperaturen mitten im Winter. Die Welt scheint Kopf zu stehen. Planetopia aktuell mit der Frage, ist das alles nur Zufall oder müssen wir uns jetzt wirklich Sorgen machen?
Was ist mit unserer Erde los? Chaos und Katastrophen, wohin man schaut. Aus allen Teilen der Welt erreichen uns seit Wochen täglich neue Schreckensmeldungen. Erdbeben, Orkane und Flutkatastrophen. Temperaturschwankungen von 16 Grad innerhalb weniger Stunden. Regenfluten, Schneestürme und im Sommer immer mehr Waldbrände und Dürre. Unser Planet scheint aus den Fugen geraten zu sein. Die weltweite Katastrophenbilanz der vergangenen Wochen? Furtwangen im Schwarzwald. Am 5. Dezember bebt hier die Erde mit einer Stärke von 5,4 auf der Richterskala. Dann am 2. Weihnachtsfeiertag das gewaltige Seebeben vor Sumatra. Ein Tsunami macht sich auf den Weg, verwüstet ganze Landstriche, reißt 160.000 Menschen in den Tod. Erst in der vergangenen Woche, Orkantief Erwin rast mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Stundenkilometern über Europa. Am schlimmsten betroffen Schottland, Schweden, Dänemark und der Norden Deutschlands. 16 Tote. Etwa zur gleichen Zeit in Kalifornien, Schnee und Regen bedecken Los Angeles. Costa Ricas Atlantikküste versinkt im Regen. Tausende von Menschen müssen evakuiert werden. Und vergangene Woche? Zahlreiche Erdbeben erschüttern Südeuropa und Vorderasien. Besonders betroffen? Türkei, Griechenland, Nordiran. Und weltweit sind die Vulkane wieder am Brodeln, so wie der Ätna auf Sizilien. Die Erde scheint in Aufruhr, die Menschen in Angst. Weltuntergangsstimmung. Im Fernsehen sieht man in letzter Zeit so viel von diesen Tsunamis und überhaupt diese Umweltkatastrophen. Und da würde ich sagen, da kann man schon ein bisschen mit Angst zu tun bekommen. Ja, also ich mache mir Gedanken darüber, dass es tatsächlich auch hier passieren kann. Ob es hier in Mainz am Rhein zum Beispiel passiert, glaube ich nicht. Aber ob zum Beispiel die Orte am Meer, die Städte am Meer, Nordsee, Ostsee durchaus. Ihr Respekt, dass also irgendwie doch irgendwas vor sich geht, so mit dem Wetter. Mit der Umwelt, das Gefühl bekommt man halt auch. Ne? Das ist meine erste Tochter, mein erstes Kind und da hat man schon Angst, um die Kinder vor allem. Ja. Es macht mir eher Angst, dass wir um so eine Jahreszeit, dass es so warm ist. Also kann irgendwas nicht stimmen. Professor Janosz Bogardi, Direktor des Instituts für Umwelt und Lebensbedingungen der Universität der Vereinten Nationen, weltweit anerkannter Krisenforscher, weiß, dass die Sorgen durchaus berechtigt sind. In den letzten 30 Jahren sind die Anzahl der Großereignisse vor allem die von hydrologischen und klimatologischen Ursprungs sprunghaft angestiegen. Wir können etwa eine 2,5-fache Häufung dieser Ereignisse feststellen. Es geht mit einer beinahe 6-fachen Erhöhung der Schadenshöhe. Die einzige Gebiet, wo wir Gott sei Dank Erfolge und positive Tendenzen haben, ist die Anzahl der Todesopfer. Das ist in den 30 Jahren rückläufig. Nichtsdestotrotz, dass wir vor 2 Wochen ein Großereignis mit 150 oder mehr tausend Menschen zu beklagen haben. Doch wie hängen alle diese Phänomene und Katastrophen zusammen? Was haben Flutwellen, Unwetter und Erdbeben gemeinsam? Die Forscher am Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Frankfurt untersuchen seit langem die globalen Veränderungen. Gibt es Zusammenhänge? Und wenn ja, welche? Das muss man sogar unterscheiden. Also Erdbeben, das ist ein Vorgang, der auf der Erde sich immer abgespielt hat. Eine wirklich echte Naturkatastrophe, auf die der Mensch keinen Einfluss nimmt. Ähnliches gilt für die Vulkanausbrüche, also auch eine Naturkatastrophe, die es immer gegeben hat, die praktisch nicht vorhersagbar ist. Bei beiden Phänomenen sehen wir keine systematischen Trends, wie das für Naturkatastrophen typisch ist. Und dann haben wir Stürme, Überschwemmungen, Hitzesommer und ähnliches, Hitzewellen. Da sehen wir tatsächlich weitgehend einen Trend, dass das zunimmt. Katastrophen und globale Unwetter. Und auch hier in Deutschland spielt das Wetter verrückt. Mal ist es warm, mal kalt, mal scheint die Sonne, mal regnet es. Vergangene Woche T-Shirt-Wetter und Sonne satt. In München Temperaturen bis 14 Grad, Köln sogar 16 Grad. Ein ganzes Wochenende Frühling, mitten im Winter. Jetzt ist es wieder kalt, aber kommende Woche soll es erneut wieder richtig warm werden. Das Wetter fährt mit uns Achterbahn. Aber wie kommt das? Warum ist es in Deutschland so warm? Im Durchschnitt sogar ganze 6 Grad wärmer als sonst im Winter. Der Grund, warum es bei uns so warm ist, liegt darin, dass wir zurzeit eine sehr warme Luftmasse haben, die von südlichen Breiten nach Norden geführt wird. Das hat in der Atmosphäre eine
Wellenbildung zur Folge. Dann wird es Amerika wärmer und bei uns wieder kälter. Dies ist eine Bewegung um die ganze Erdkugel herum. Diese langen Wellen bewegen sich und erzeugen im Endeffekt bei uns Wärme oder Kälte. Das Wetter hängt also auf jeden Fall global zusammen. Und das Schlimme, die meisten Probleme sind hausgemacht. Wenn die Winter hier zu warm und woanders zu kalt sind, dann sind wir Menschen von Jahr zu Jahr mehr daran schuld. 40% in etwa werden der Natur zugeordnet. Das sind also natürliche Änderungen, die es immer gegeben hat. Aber 60%, das ist ziemlich viel, wird also dem Menschen zugeordnet. Die Menschen müssen was tun. Schadstoffe und Emissionen begrenzen. Aber immerhin, wir können was tun und das Schlimmste noch verhindern. Ganz anders bei Vulkanen und Erdbeben. Hier hat der Mensch keinen Einfluss, kann nur lernen, mit den Auswirkungen immer besser zurechtzukommen. Die erdbebengefährdeten Gebiete sind alle bekannt. Alleine durch Baumaßnahmen kann hier viel erreicht werden. Und mit ausgereiften Frühwarnsystemen verlieren auch Tsunamis einen Teil ihrer Todeskraft. Die Erde ist und bleibt in Bewegung. Harmlos und friedlich sieht der blaue Planet nur von Weitem aus. Ja, das Klima beeinflussen wir indirekt. Da kann der Mensch langfristig etwas tun. Aber ganz anders sieht es bei der Erde selbst aus. Tsunamis, Vulkanausbrüche und Erdbeben, darauf haben wir keinen Einfluss. Die gab es schon immer und die wird es wohl auch immer geben. Wir können nur lernen, damit zu leben. Was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, das ist der Beweis für einen fürchterlichen Tsunami, der vor 200 Millionen Jahren auch über das Gebiet des heutigen Deutschland hinweg raste. Das hier sind nämlich versteinerte Schichten von Tsunami-Geröll, von Schlamm und Reste von Lebewesen, die die riesige Welle vor sich hergeschoben hat. Und zwar vom heutigen Island bis hin hierher zu uns. Eine Welle, die wohl mindestens 120 Meter hoch gewesen sein muss. Der Planetopia-Hintergrund, warum unser Planet niemals zur Ruhe kommen kann. Die tödliche Welle rollt an. Erst im letzten Moment erkennen die Menschen die Gefahr und versuchen, sich zu retten. Doch das entfesselte Meer spült alles hinweg, was sich ihm in den Weg stellt. Als es sich wieder zurückzieht, glauben einige schon, alles überstanden zu haben. Aber weit gefehlt. Die Welle kehrt zurück mit neuer, noch stärkerer Wucht und setzt ihr Zerstörungswerk fort. Der Tsunami im Indischen Ozean. Für uns heutige Menschen eine einmalige, bislang nicht vorstellbare Katastrophe. Und genau da liegt das Problem. Schon seit langem warnen Risikoforscher wie Janosz Bogardi von der UNO, wir unterschätzen die Natur und ihre mitunter zerstörerischen Kräfte. Wir vergessen gern, dass diese Risiken existieren. Und dieser Verlust an Risikobewusstsein führt auch dazu, dass wir nicht genau wissen, wie uns zu verhalten haben, sollten seltene Ereignisse oder Ereignisse, damit man gar nicht gern rechnet, auftreten. Tote und verwüstete Landstriche, die Hinterlassenschaften einer Weltkatastrophe. Und dennoch, sie war nicht mehr als ein Wimpernschlag der Erdgeschichte. 250 Jahre zuvor in Lissabon. Ein Künstler hält die damalige Katastrophe auf einem Holzschnitt fest. Ein Erdbeben vor der Küste löst eine Flutwelle aus, die die Stadt komplett zerstört. Selbst das Seebeben vor Sumatra ist nicht so einmalig, wie es scheint. Bereits 1833 bebte im Indischen Ozean der Meeresboden und löste einen Tsunami aus. Aber auch bei uns finden sich historische Spuren, die von der Gewalt riesiger Wellen künden. Der Geowissenschaftler Michael Montenari unterwegs im Natursteinwerk Hägnach in der Nähe von Tübingen. Hier wird Sandstein abgebaut, hier finden sich aber auch Zeugnisse einer Naturkatastrophe. Ein riesiger Tsunami, der wahrscheinlich irgendwo zwischen Island und Nordamerika seinen Anfang nahm, rauschte vor etwas mehr als 200 Millionen Jahren über diese Landschaft hinweg, die damals weitgehend von Wasser bedeckt war. Hier sehen wir jetzt auf den Schichtflächen genau das, was diese Tsunamiwelle vor sich hergetrieben hat und was dann zur Ablagerung kam. Das sind beispielsweise Reste von Holz, das heute hier in versteinerter Form vorliegt. Das sind Reste von Muschelschalen, Muschelschill. Das bedeutet Muschelklappen, die durch dieses Hochenergieereignis zerbrochen wurden und dann in Massen eingeschwemmt wurden, wie beispielsweise hier. Das bedeutet, alles, was diese Welle vor sich hergetrieben hat, kam dann nach einem ganz kurzen Zeitraum hier zur Ablagerung und bildete schließlich diese Gesteinsschicht.
Farne, versteinerte Echsen und Ammoniten. Fossile Überreste aus jenem Erdzeitalter, die das Frankfurter Senckenberg-Museum aufbewahrt. Was den Urzeit-Tsunami ausgelöst hat, waren riesige Meteoriten, die aus dem All auf die Erde stürzten. Am verheerendsten wirkte jener, der an der Grenze vom Trias zum Jura-Zeitalter, also vor rund 200 Millionen Jahren, unseren Planeten traf. Dieses Ereignis war ein sehr, sehr großer Einschnitt in der Erdgeschichte und führte zu einem globalen Massenaussterben. Das bedeutet, dass tatsächlich viele Gruppen, ganze Großgruppen von Organismen, nicht nur Tiere, sondern auch viele Pflanzen, diesem Massenaussterben zum Opfer fielen. Und vor 65 Millionen Jahren, in der Kreidezeit, hat es dann schließlich sie getroffen, die Dinosaurier. Auch hier die gleiche Abfolge. Auf einen Meteoriteneinschlag folgt eine riesige Welle, die alles vernichtet. Ein weiterer Wimpernschlag der Erdgeschichte. Unsere Erde. Nicht immer hatte sie ihre heutige Form. Seit ihrer Entstehung ist sie ständig in Bewegung. Ursprünglich gab es den Superkontinent Pangäa, dann trennte die Plattentektonik die Teilkontinente und schuf die Welt, wie wir sie heute kennen. Das setzt sich pausenlos fort und die Zukunft immer wieder riesige Katastrophen. Beispiel afrikanische Platte. Sie zerdrückt erst Spanien, schiebt dann ganz Europa zusammen. Die Bewegung der Kontinente lässt sich messen. Geoforschungszentrum Potsdam. Auf einem Dach ein GPS-Gerät. Es funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die Navigationssysteme in Autos. Wenn Sie mehrere solche Antennen haben, können Sie feststellen, wie schnell sich Antennen voneinander im Laufe von einem Jahr entfernen. Zum Beispiel, man kann dann feststellen, dass Europa und Amerika sich pro Jahr ungefähr 2 Zentimeter voneinander entfernen. Im Innern unserer Erde rumort es gewaltig. Trotzdem sind Vulkane wie der Teide auf Teneriffa beliebte Ausflugsziele von Touristen. Noch schreckt sie das Rauchfähnchen nicht, das aus seinem Krater aufsteigt. Aber die Wissenschaftler warnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er in naher Zukunft ausbricht, liegt bei 80%. Wenn sich die Lavamassen ins Meer ergießen, werden sie eine riesige Flutwelle auslösen, die bis an die Küste Nordamerikas branden wird. Ein weiterer Wimpernschlag der Erdgeschichte. Tektonische und vulkanische Ereignisse sind mit Sicherheit in dieser Kategorie. Damit müssen wir leben. So wirkt die verdrängte Gefahr hinein bis in unsere Megastädte. Berechnungen der Universität der Vereinten Nationen haben jetzt ergeben, dass insbesondere U-Bahnen und andere unterirdische Bauwerke zu wenig gegen Gefahren, die durch Überflutungen drohen, geschützt sind. Wahrscheinlich kann man sagen, dass Hochwasser und dessen Folgen ist die weit verbreitetste Naturgefahr. Auch die Todeszahlen sind im weltweiten Sinne beinahe die höchsten im Zusammenhang mit Hochwasser. Die Erde in 150 Millionen Jahren. Am Ende wird es wieder einen einzigen Superkontinent geben. Der Rest größtenteils Wasser. Jede dieser gewaltigen Verschiebungen wird Katastrophen unvorstellbaren Ausmaßes auslösen. Wimpernschläge der Erdgeschichte. Überall auf der Welt tüfteln Wissenschaftler an Vorhersagemodellen und Frühwarnsystemen. Ja, und wer weiß, vielleicht lassen sich ja wirklich irgendwann einmal solche Katastrophen wie die von Südostasien vorhersagen. Es ist, als hätte der alte Huygens das Wesentliche schon vorausgeahnt, als er vor 350 Jahren den Saturnmond entdeckte. Ich habe ein Buch geschrieben über kosmische Welten, Kosmoteoros. Sie sind unserer Erde so ähnlich. Wir sehen da oben polare Eiskappen, wir sehen Wolken umherfliegen, wir sehen Berge und Meere. All das konnte Christian Huygens mit seinem selbstgebastelten Fernrohr nur ahnen. Heute wissen wir es genau. Vom Flug durch die Titanatmosphäre schickte die Sonde Bilder. Die wurden am Morgen zum ersten Mal als Videosequenz gezeigt. Auf Titan ist es düster. Es kommt 100-mal weniger Sonnenlicht an als auf der Erde. Die Geräusche, zum Beispiel der Wind, sind echt, aufgenommen vom Bordmikrofon. Immer wieder verdecken Wolken den Blick auf die Oberfläche. Zufällig landet Huygens auf einer einigermaßen festen Stelle. Der Boden ist nachgiebig wie nasser Sand. Tiefgefrorene Klumpen aus Wassereis liegen herum. Hier sieht man, wo wir runtergekommen sind.
in diesem großen, flachen Seengebiet oder besser Versickerungsgebiet. Wir haben viele Anzeichen dafür, dass es hier geregnet hat. Das dunkle Zeug, das den Boden der Täler bedeckt, ist offensichtlich photochemischer Smog, der aus der Atmosphäre herunterfällt und den Boden bedeckt. Dort, wo weiße Stellen sind, ist dieser organische Dreck abgewaschen worden. Unter dem Eis soll Titan einen festen Kern haben, aus Gestein, vielleicht sogar aus Eisen. Wir finden hier viele vertraute erdähnliche Prozesse, Niederschläge, Erosion. Abläufe wie auf der Erde, wenn Sie so wollen, aber mit ganz exotischen Stoffen. Es gibt keine Luft zum Atmen, nur Smog, dunstig und giftig. Der Regen besteht aus einer Art eiskaltem, flüssigem Erdgas. Menschen könnten auf Titan womöglich fliegen, weil sie viel leichter wären als auf der Erde und weil die Atmosphäre so dicht ist. Aber Vorsicht, wer Sauerstoff dorthin bringt, der könnte schnell in die Luft fliegen, denn der ganze Mond ist explosiv. Zum Glück ist aller Sauerstoff auf Titan in Wassereis gebunden und tiefgefroren. Nachdem Christian Huygens diese exotische Welt entdeckt hatte, blieb der Mond lange namenlos. Der Mond wurde erst später Titan genannt, 200 Jahre nach meiner Entdeckung. Ich habe ihn nie so genannt. Ich sagte einfach, mein Mond. Huygens glaubte übrigens, dass es dort oben intelligente Wesen gibt. Das ist offensichtlich nicht so. Dafür gehört Titan nun irgendwie uns allen. Good evening. Only a little while ago, the idea of landing a spacecraft on Saturn's satellite Titan would have seemed fantastic, but that's what the Huygens probe has done. We've been talking to Michel Dougherty and John Zarnecki. But on that dramatic day, Chris Flintoff joined the scientists waiting to see what was going to happen. Here at the European Space Agency's Operations Centre in Darmstadt, scientists are gathering to collect the results from almost 20 years' worth of effort. If all goes well, in a few hours the probe will begin its descent into Titan's mysterious atmosphere, and it's the last time in any of our lifetimes that we'll be landing on the surface of a solar system body without any idea what to expect. The largest of Saturn's moons, Titan is the only satellite in the solar system with a dense atmosphere. The thick haze has prevented a direct view of the surface, and all we have to go on so far are these images, taken using special filters by Huygens' mothership, Cassini. They reveal what appear to be surface features, but determining their nature needs a closer look. It's the end of a long journey for Huygens, and many of those arriving here today have been working on the project for 20 years. You look at Saturn, it's almost like a solar system of its own, but then there's one very special object, and it is Titan. It's the biggest moon, but it's the only moon in our solar system with an atmosphere. That alone makes it important, but then when you look at the atmosphere, you see it's made of nitrogen, just like our own atmosphere. It's got nitrogen, hydrogen, carbon, nearly all of the ingredients. But no oxygen. But no oxygen. But it's a cooking pot. As Huygens begins its descent through the atmosphere, a parachute should open, releasing the heat shield. And only then can the six onboard instruments begin to work, transmitting information on the composition and on the dynamics of the atmosphere back to Cassini. After a couple of hours, if all goes well, the probe will prepare for landing, either on solid ground, on slush, or even on liquid. The surface science package will analyze its surroundings, but the extreme cold will soon penetrate the batteries and the probe's short life will end. Only then can Cassini turn to face Earth and begin to transmit its precious data. A long 67 minutes later, the signal should reach mission control. It is very exciting, but there's a little bit of trepidation at the moment. But I think it's really ramping up. The adrenaline's kicking in and everyone's just excited rather than nervous about it now. We can't really do anything. We're just waiting for the results. Events have started here at Darmstadt, and Huygens, all being well, will have entered the upper atmosphere 10 minutes ago. Now, although we won't get data back via Cassini for many hours, we've got
two chances to eavesdrop. Firstly, optical telescopes are looking for the fireball that will accompany its descent into the dense upper atmosphere. And secondly, radio telescopes will be listening, trying to catch that signal aimed at Cassini, but we might be able to detect it from the ground. Huygens was never designed to transmit data all the way back to Earth. Conserving its battery power is all important. And we're waiting now for news from the radio astronomers, hoping for the first reassurance that everything is going according to plan. So Huygens is in the final stages of its descent, but we've got some exciting news. Yeah, we really got some exciting news. I mean, we have been hearing a very faint signal from Huygens through the largest radio telescope in the States. So we can clearly identify this as the fact that Huygens is transmitting. So we can't say what it tells us, but at least we know that it's transmitting. So the entry has occurred properly, and Huygens is descending on the parachute. So the parachutes are deployed, the heat shield has gone, and everything is working. Yes, of course, we still have to wait for the last parachute to deploy for the rest of the descent, but we know we are on the parachute. So this is really good news. I'm in the control room as Huygens makes its final descent through the last stages of the atmosphere. The heat shield is long gone and all the instruments are now working, taking data on the physics and chemistry of the atmosphere. And so we're nearly at landing already. Yes, according to our calculations, and of course there are many different calculations, I think we're about 17 minutes away from landing right now. And that will depend on the weather at Titan, as well as many other factors. Yes, the weather, it depends on the topography of the surface. You know, it depends on whether we land on the top of a mountain or in the bottom of a valley or what. But, you know, we're coming up. For that point. Well, obviously we can't look at Huygens itself, but this is about as close as we can get. What are we standing in front of? Well, this is what is called the engineering model. It's representative in most ways in terms of the dimensions of the real probe. Of course, your instrument is missing. It should sit just about there. And that's the surface science package. The surface science package. Right now, in the atmosphere of Titan, it's taking data. It's taking measurements indeed. Even in the atmosphere, for example, we're measuring the speed of sound in the atmosphere. Now, the speed of sound is very sensitive to the composition of the gas. Mm-hmm. So we're, amongst other things, we're measuring the composition. We have motion sensors, so if the probe is being buffeted by winds, we shall also be sensing that. And we have a sonar, and if that works, that will tell us something about the roughness of the surface. We get a very different echo if it is very flat or if it's a very rough surface. So, Mark, in 2.5 hours, we'll know whether your instrument switched on, but what's the news so far? Well, I've actually just found out that the probe has been on the surface for at least 45 minutes, and it's still transmitting. It's still a radio link, it's still alive. So I'm just praying I get that science data. I'm sure it doesn't matter at the minute, but how do you know that? How can you tell the probe's on the surface? They've basically been detecting the radio signal directly with some of the large radio telescopes on the ground, initially Green Bank, 110 meters. We've been tracking that over the last few hours. It's gone over to Australia now at Park Station, and they're following that signal, and we actually have seen it hit the surface and the signal level out, so we know it's on the surface. And she's saying that's 45 minutes. That's almost already longer than was expected. Sure. When I first started on the mission 13 years ago, 3 minutes was the maximum from the surface, and it's kind of going crazy at the moment. Well, we've just heard that the probe's been on the surface now for 45 minutes and still transmitting. Oh! You hadn't heard that. That's fantastic. Thanks, Chris. That's the best news I've heard yet, but I hope I'm going to get some more. That's right. Well, still going, and we've just been talking, and they said they, when they designed the experiments, they were told 3 minutes on the surface and no more. Yeah, well, as long as they don't come back asking for more money. It's only getting more tense here. We're still waiting for news from Mission Control. We haven't had any news of the first playback of the data. There are four playbacks. Cassini will repeat itself four times. But as yet, we've still got no scientific data from Huygens. And there it is. And indeed it is. You can see Mission Control celebrating, and that's the start of the real science from Huygens. Cassini is playing back all the information collected during Huygens' descent, and now we wait to find out the secrets of Titan's atmosphere. The end of a long and tense day, yet scientific work on the data had just begun in earnest. Then, just as we were heading home, the scientists joined the press in the canteen to share the first results and spectacular images of the landing site. We have seen the impact of the probe with the surface directly from two sensors.
We also have a sonar, and in the signature of that instrument, in the last few seconds or tens of seconds, we see a reflection off the surface, and we see that return getting closer and closer to us. Thank you very much, and congratulations again. It is obviously very early days. We've literally had the data for minutes. But we can see definitely the impact with the surface. We see that from two sensors and an indication of it from the third. I think I can reveal now it's pretty close that we haven't splashed down. I'm not sure what we've hit, but it's something softish. We've got an impact deceleration of about 15G. So it's that could be equivalent to, I'm not saying the surface is snow, but it's the sort of thing you'd get into semi, deceleration you get in semi-compacted snow. We have got a fantastic data set, fantastic images, and the few images that we have been seeing are just great. And also, I mean, the other instruments have been receiving some excellent data. So I think it's going to be a long night for the scientists to try to make sense out of this data set. So, especially as Huygens survived for a lot longer than I think anyone would have bet. Yeah, I would have never bet that Huygens would survive more than 1 hour on the surface. So this is really fantastic. And the data set which was returned from the surface is very good. I know I'm blown away. I have yet to hear anyone else who doesn't feel the same way. That tells me there's going to be controversies, there's going to be fights, people are going to be analyzing over and over again. So, what a day. Well, congratulations. I have to say, you expected 3 minutes when you began this project. How does 70 feel? Absolutely crazy. 3 minutes was our wildest dreams only a few years ago, and only the new mission meant we could get longer, but 70 minutes is just incredible. Shame it wasn't on a liquid surface though, making oceanography measurements. Especially as we now think there was liquid there and liquid nearby as well. Yes. It's nearly midnight. It's the end of a fascinating, somewhat chaotic, always exciting day. And for me, I'll always remember seeing those first pictures of Titan's surface. A moment in space program history to rank with seeing the far side of the moon or the surface of Mars for the first time. It's been absolutely incredible, and it's been a success. Well, it was an incredible day. Welcome now to Michelle Doherty and John Zarnecki. Well, John, what did Titan look like? Patrick, it's a fascinating place. We're already seeing features, processes, which actually look rather familiar to us here on Earth. We're seeing hills, we're seeing features that look rather like runoff channels, features that look like shorelines, even fog, pebbles, things that look like small stones, and overall, superficially, those are quite familiar. But very different substances. Absolutely. The what I call pebbles or stones are, of course, not made of stony material, but ice, probably water ice with a bit of hydrocarbon ice mixed in as well. And the liquid that almost certainly causes the channels and has rounded the pebbles is not water, but is liquid methane, almost certainly. So it's familiar processes, familiar features, but with quite alien materials. And it rains on Titan, but it's not water rain, it's methane rain. That's right, and in fact, I think that we've even seen definite chemical signatures of this methane rain, because about 10 minutes after landing, the mass spectrometer, that's the chemical laboratory on board Huygens, detected a sudden increase of methane, about 30% jump. Now, what we think that is that methane rain has soaked into the surface. It's probably, you know, wetted the surface just below where we've landed. And the warmth from the Huygens probe, because it's warmer than the surface, which is about minus 180 degrees centigrade, this heat has percolated into the surface and has probably evaporated some of the liquid methane. And this gas then has percolated up into the probe and been detected by the mass spectrometer. There's a great deal of methane, but where did it come from? Do we know? We don't. That's one of the things that we really need to try and understand, is that this methane is being generated all the time. If it wasn't, it would have disappeared out of the atmosphere. And so that's one of the really large outstanding questions that we need to understand. We cannot understand the atmosphere or the surface of Titan
until we understand where this actual methane is coming from. And hopefully that will be one of the questions that the instruments on the Huygens probe are going to be able to answer. At least the surface was firm enough to bear the weight of the spacecraft. Yes, that's right. We in fact measured with the impact for the fraction of a second before the probe struck the surface. Then one of our instruments, yes. And this is the first prototype of that instrument that we made in the lab. It's really a stick that is instrumented, and it protrudes through the front of the probe, and it has a sensor at the front that measures the force of the impact. Now, as this drove into the surface, and before the probe, which is 300 kilograms, before that hit the surface, so just for a fraction of a second, we got a very clean signal as this went into the surface. And it seems to indicate a material which has the consistency, has the mechanical properties of sand or clay. I'm not saying that that's what the material is, of course, yeah. But it gives you an idea of the consistency. I'm thinking of it at the moment as made up of small ice particles, so sort of the ice equivalent of sand. And this gives us the signal that we detected. We see just for a tiny instant, just as we hit the surface, a higher signal, a higher force. And there are two possibilities for that we can think of. Either there's a very, very thin crust on the surface. That could be a dry crust. It could be some of this organic stuff which is raining down, and that could give a crust. Or it actually could be that we hit with our sensor one of these pebbles that we see. So we could have hit it, pushed it out of the way, and then driven into the icy sand underneath. Yes. Organic material, people are going to say, life? No, I fear not. No. Organic material is what you need ultimately for life. But what we're talking about is relatively simple molecules made of carbon and hydrogen. But this is the start of the chain, the process, which under different conditions, as on Earth, ultimately led to the development of primitive life. Now, this won't happen on Titan, of course. It's much too cold. There's no liquid water and very little free oxygen. So the conditions are not quite right, but the very basic building blocks are there. Well, before Huygens, when Cassini was imaging Titan, a large area there called Xanadu. Well, I wonder, can that be a chemical ocean, do you think? From the observations from Cassini, there didn't seem to be any signs of any type of liquid on the surface. And so we did image Xanadu, and so I don't think that that is made up of an ocean. But we've only seen a very small fraction of the surface. The observations from Huygens seem to imply that if there isn't liquid there now, there was quite recently in the past. And so that's one of the things that we need to try and do with the upcoming Cassini orbits. We have another 41 flybys of Titan. And so what we really want to do is image different regions of the surface, see whether we can look back at the probe site and try and get a better understanding about what's there. But really what Huygens' data is doing for us is it's giving us the ground truth. We were able to take data on the ground, and we're now going to be able to stand back from Titan and try and get a better understanding of it now as well. I'm going to slightly disagree with you, if I may. You said the observations didn't show signs of liquid. I think that's... It depends on how you interpret them. They didn't see a glint, did they, reflection off, if you like, a glassy surface mm-hmm. of liquid. Mm-hmm. But supposing that liquid were covered with this dark material, mm-hmm. you know, this sort of scum floating on it, wouldn't that give a slightly different signature? Yes, it certainly would. You wouldn't get that reflectance that you would expect yes. from an ordinary liquid. Well, the story really began on Christmas Day when Huygens was released from Cassini. In fact, this picture here shows you the final view that Cassini had of Huygens. It's a bit blurred, but it shows you the view that the camera had as the Huygens probe moved away from the main spacecraft. But in addition to that, my instrument was taking data during that time, and it was able to measure the magnetic field of the probe. And as the probe moved away, it was revolving around as it moved away, and we were able to tell how that field changed as the probe moved, and that then allowed us to work out the speed that the probe was actually traveling. And we were then able to tell that it had been released properly and that it would arrive at the top of the atmosphere on the 14th of January. We know that Titan moves in and out of Saturn's magnetosphere. Does that have any effect on Titan itself?
Well, I think there are two different ways in which it's going to have an effect, and we don't know what that effect is. That's why we want to try and measure Titan both in and out of the magnetosphere. But the magnetic field in the vicinity of Titan is going to change. If we're out in the solar wind, we're measuring the magnetic field due to the solar wind. If we're inside the magnetosphere, Titan is seeing the magnetic field of Saturn. And these are two very different fields, and they're going to have an effect on the upper atmosphere of Titan. And so that's why it was so important for us to understand or to know where Titan was when the Huygens probe traveled down through the atmosphere. And as the animation is showing, you can see the magnetopause boundary, the boundary that separates the solar wind from the magnetosphere, moving in and out as the solar wind changes. And so that's what we were able to do while the Huygens probe was traveling down through the atmosphere of Titan, was to show that Titan was actually inside the magnetosphere. Well, the journey down through the atmosphere took Huygens 2.5 hours, and I've been fascinated by those sounds we recorded. Yes, there was a microphone on board, a very simple microphone. I don't think we could call it hi-fi, but it gave some impression of the sounds of Titan as Huygens descended through it. And in fact, what we hear is essentially a rushing noise. There are not too many features in it. I like to think of it as the atmosphere, the air rushing through the rigging of Huygens as it descends. But it gives an impression of, you know, the substantial atmosphere and of the turbulence in the atmosphere, which actually surprised us, that the ride that we got, at least for part of the descent, was much rougher than we had expected. We had the main parachute, which is a very large parachute, 8 meters in diameter, and that was deployed for about 15 minutes. When we were under that, it was fairly calm. And then we moved on to a stabilizer chute, and it was then when Huygens was more subject to the local environment. The chute was much smaller, and we seem to have had some quite dramatic swings of the probe. Yeah. If I can use this rather sophisticated prop... The answer is 11, of course. It is indeed, and this represents the sort of the support harness from Huygens up to the parachute. We were seeing swings of probably, at some point, 60 degrees, and it was so severe that the radio link from Huygens back to Cassini momentarily dropped. We didn't lose it, but the strength of the signal went down. This is a graph from one of our tilt sensors, and you can see here that the probe really was, as one of my colleagues put it, rocking and rolling. And then as we came through the cloud deck at about, or maybe 25 kilometres, the trace drops and we move into a region that is much calmer, much smoother. And in fact, it's like that all the way to the surface. You can see when we hit the surface, the trace is then rock steady. So that is one of the many indications, of course, that we were not sitting on a liquid. If we were on a liquid, we'd, of course, expect to see some further motion of the probe. Bear in mind that on the way down, Huygens was by no means idle, but making measurements all through the descent. Indeed, there were many, many measurements that were made. One of the key measurements during the descent was an analysis of the aerosols, these sort of pesky particles which prevent us from seeing the surface of Titan from the ground or from above the atmosphere. Now, the instrument is called the aerosol collector and pyrolyzer, and you can get an idea of how it works in this animation. It puts out essentially a filter paper. It protrudes just beyond the front of the probe, and a motor sucks in some of the atmosphere through the filter paper. Then the filter paper is pulled in and it's put into an oven and heated up to about 600 degrees centigrade. So that will vaporize the aerosol particles. And then a gas blows the resultant vapor into the mass spectrometer. It's a complicated business to analyze the data, but they're working on that right now. All this was done something like 900 million miles away, and all purely automatic. It's unbelievable, isn't it? And we mustn't forget what a technological achievement this has been. Huygens lasted for longer than anyone expected, but when Cassini went out of range, that wasn't the end of things, was it? No, this is one of the most remarkable aspects, I think, of the whole project. We had, in our science team meetings early in the project, I remember we talked about that. You know, could ground-based radio telescopes pick up the signal from Huygens directly? And it was regarded as science fiction, you know, completely impossible.
But the technology has come on so amazingly in the last few years that for, I think, the last 2 years, the European Space Agency and the radio astronomers have been working together to see if indeed they could pick up the Huygens signal directly. And they did. And amazingly, we know for certain that Green Bank in the US and Parkes in Australia picked up the carrier signal from Huygens. That's like the ringing tone. Doesn't have the data on it. But it came through, in fact, loud and clear. We can see on this plot here the signal from Huygens as received by Green Bank. And in fact, it was very easy to pick up in the end. It was remarkable. And they, in fact, tracked the signal from Huygens for several hours. We don't yet know how long for certain, because Huygens set below the horizons viewed from Green Bank. So the other telescopes are going through the data. But it looks as if Huygens was transmitting for a total of at least 6 hours, meaning there was more than 2 hours on the surface. Quite remarkable. Almost everything worked. There was just one communication channel that didn't, but the information there had been collected from the ground. There was a small failure. One of the receivers on Cassini failed to pick up the data from Huygens. But remarkably, the science that has been lost with the loss of that channel, that is mostly in the Doppler wind experiment. That is an experiment which was planning to measure in great detail the wind profile through Titan's atmosphere. But it seems with this remarkable set of detections by ground-based radio telescopes of the carrier signal, that's like the ringing tone from Huygens directly on the Earth, it seems, and in fact we've just heard in the last few days from the Doppler wind experiment team, that they've been able to analyze that signal. They've been able to pick out the minute changes in frequency, the changes in hum, if you like, the tone of that signal, and they can interpret that in terms of a wind profile on Titan as the Huygens probe descended. So it seems that, in fact, the science that has been lost from that technical problem has been recovered in a somewhat unexpected way. Well, we've got the data now. They're going to be analysed. And what do you think is going to happen next in the analysis? What do you hope to find yourself? I hope to get a better understanding about what we're actually seeing on the surface. We assume there's liquid there. It would be nice to get a better understanding about what type it is, but also get a better understanding of the global morphology of the region. I mean, one of the images that I really loved was about 8 kilometers above the surface, where you saw the what looked like a range of hills and a shoreline. And on this range of hills, you can see these channels, which seem to be leading down to a shore. It was almost like looking at the cliffs of Cornwall. Yes, indeed. And so I really want to get a better understanding about the type of morphology that we're seeing and try and get a better understanding about what type of surface we're actually seeing. You're still hoping for an ocean, aren't you? Yes, I am. So am I. Maybe there isn't an ocean there. Let's call it a very large lake. Yes. I still think it's there, perhaps hiding. And of course, that'll be right for the next mission, you know. I think we can now... I'd like to send a balloon to Titan, I think, you know. It's the atmosphere is ideal to send a balloon right around Titan. I think it would take about 2 weeks. You could survey the whole surface, you could identify the really interesting regions, and then you could bring your balloon down, maybe siphon up some of the liquid, do the analysis on board, maybe what a little I'd, bit... What I'd really like is to have an orbiter. I'd like a spacecraft to spend 2 or 3 months orbiting just above the surface, so that we can image the entire surface, but we can take observations of the plasma too, so we can get an either of you any idea when we will get another Titan probe of any kind? Any ideas at all? The trouble is there's so many exciting things to do in our solar system. Exactly. You know, Europa is crying out for a visit, isn't it? You know, another wonderful place. We're spoilt with riches here. I would like to think that within... Well, I think the program is pretty well tied up for the next 10 years. Mm-hmm. But I think in the time frame 2015-2025, which the European Space Agency is now studying, I think we have a chance. Probably, again, an international collaboration, which, you know, we have worked wonderfully in this case. And I think as we begin to understand the Huygens data better, as we start having more and more close flybys of Titan with the Cassini spacecraft, we're going to find out there are even more questions that we don't have answers to. And so I think we're really going to want to go back again and again. Well, Michelle, John, thank you.
Thank you very much. Well, Saturn's been nicely placed in the sky, and also we've had a comet, Comet Machels. Not a Hale-Bopp by any means, but still quite a nice comet. This lovely photograph by Martin Mobley shows a tail. Also, the comet passed quite near the star cluster of the Pleiades. That was a lovely sight. Also, the Deep Impact probe has been launched. That will encounter yet another comet, Tempel 1. Well, comets may come from the outer part of the solar system, where we find the Kuiper Belt. And it's the Kuiper Belt I'll be discussing when I come back next month. So until then, good night.